Herzliches Moin Moin auch von meiner Seite aus. Wir wollen uns tatsächlich heute um Google Analytics kümmern. Der eine oder andere kennt mich bereits, war auch letzte Woche vielleicht schon mit dabei und weiß damit, dass das also ein Thema ist, was mir durchaus liegt, was ich sehr gerne mag und doch das eine oder andere Mal häufiger dazu was erzähle und heute auch die Hoffnung habe, dass das in dieser komprimierten Art und Weise und Form hier auch funktioniert. Dazu wollen wir uns einmal ganz kurz angucken, was wir heute vorhaben. Also ich werde gleich noch mal ganz kurz erzählen, wer ich bin, wo ich herkomme, für die, die mich noch nicht kennen. Und werde dann letztendlich eine Einführung in Analytics geben, kurz mal erklären, womit wir uns eigentlich dann auseinandersetzen, Standardkennzahlen, erweiterte Kennzahlen etc. etc. Ich würde einen E-Commerce-Schnelleinblick machen wollen, weil ich einfach nicht habe einschätzen können, wie viele jetzt letztendlich aus dem E-Commerce-Bereich kommen. Das ist wirklich Online-Shops quasi betreiben, mit denen man dann nachher auch dann ganz andere Statistiken fahren kann. Wichtig finde ich aber, dass man weiß, dass es die gibt und auch dann die Chance hat, so ein bisschen adaptiv vielleicht auch das für sein Business nachher zu benutzen. Zahlen anreichern, ganz wichtiger Punkt. Das ist das, womit wir nachher ein bisschen steil gehen wollen, also was ich einfach spannend finde. Und dann gibt es theoretisch ein bisschen interaktive Runden. Das müssen wir mal gucken, was wir dann da nachher noch dann so hinbekommen. So, also damit man auch kurz weiß, mit wem man zu tun hat, im besten Falle kommt das jetzt auch tatsächlich jetzt rüber. Da sollte jetzt zumindest rechts irgendwie ein Foto von mir kommen. Aber Gott sei Dank haben wir Video, insofern brauchen wir es nicht. Mein Name ist Nico Erhardt, ich bin gelernter Mediengestalter, komme aus der Programmierung, aus der Entwicklung ursprünglich, habe das mal gelernt, habe später berufsbegleitend nochmal studiert, internationales Marketing und im Zweitfach Tourismus. Und bin hier bei uns hausintern für die E-Commerce-Projekte zuständig, hauptsächlich. Und die Softwarekonzeption, also immer das, wenn wir browsergestützte Software entwickeln oder eben auch Weiterentwicklung haben, läuft das meistens mit über meinen Schreibtisch. Ich bin Servicefreund, sage ich immer wieder gerne. Das heißt, ich mag es, dass man Service gibt. Ich mag es, Service zu empfangen. Dafür muss man mir nicht den roten Teppich ausrollen. Aber grundsätzlich finde ich das schon schön, wenn man sich dann um mich auch ein wenig kümmert. Und das ist das, was wir eigentlich auch heute mit unserem Thema wieder ein bisschen machen. Wir kümmern uns letztendlich um unsere Kunden und Gäste. Und das wird dann etwas sein, heute läuft es richtig gut. Was dann nachher letztendlich auch wichtig ist, dass man in diesem anonymen Medium, in dem wir uns nun mal befinden, einfach eine Chance bekommt, zu verstehen, was draußen nachher letztendlich dann unsere Kunden sehen und auch verstehen oder gelesen haben und dass man dahin dann gehend seinen Service auf der Webseite wenigstens anpasst, im besten Falle nachher auch im Unternehmen. Ansonsten bin ich noch Mitgesellschafter der Agentur hier, der ich jetzt gerade spreche. Die werde ich gleich nochmal ganz kurz vorstellen und habe selbst 22 Jahre auf dem Buckel, was Online-Marketing-Erfahrung angeht. Bin, wer gerade aufgepasst hat, also nicht von der ersten Stunde dabei, sondern später eingestiegen und bin dann hier gelandet, was ich jetzt hier gut und es funktioniert hervorragend gerade, sehe ich. Also Agentur 1995 gegründet in der Tat. Wir gehören damit so zu den mitältesten Agenturen, die es im Online-Marketing-Business bundesweit gibt. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und freuen uns immer wieder, dass wir letztendlich auf einen sehr umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Kommen aus der Marmeladenstadt Bad Schwartau tatsächlich, haben auch hier unser Homeoffice, hätte ich fast gesagt, unser Headquarter, unser Hauptsitz und haben noch Außenbüros in München und Berlin. Und einen Entwickler tatsächlich in Bochum sitzen. Wenn man das sich auf der Karte anguckt, haben wir das also ganz gut hinbekommen, bundesweit dann auch vertreten zu sein. Sehr freue ich mich, dass wir nicht mehr 13 sind, sondern ab 1.12.14 sind. Eine liebe Kollegin kommt wieder zurück und stößt wieder zu uns und darauf freuen wir uns schon. Das wird also in Kürze geändert werden müssen. Und ansonsten vielleicht noch ganz kurz zu erzählen, was wir halt machen. Alles das, was im E-Business-Bereich, also alles, was online passiert, ist hier bei uns zu Hause. Das machen wir. Wir beraten, wir entwickeln auch E-Commerce, beraten und entwickeln wir letztendlich Webseiten, Content-Management-Systeme und dann eben auch so etwas wie Google Ads und Facebook-Marketing gehört dazu. Rechts ein paar Kunden, letzte Werbeinfos, ein paar Kunden, die man gerne nennt, weil man die vielleicht im besten Falle auch kennt. Wir sind allerdings mit dem Kleinst- und Mittelstand groß geworden. Das ist auch unser Fokus. Heißt, jeder, der sich gerne melden wollen würde, um einfach mal was zu diskutieren, besprechen, kleinen Zoom-Call zu machen oder so etwas, bitte nicht zurückschrecken, gerne anrufen. Dann schnacken wir nochmal und beantworten die Fragen, die es vielleicht noch gegeben hat nach dem Webinar oder eben auch schnacken wir mal darüber, was wir vielleicht für den einen oder anderen noch tun dürfen. So, wir haben was zu klären vorab, bevor es losgeht. Und zwar ist das erstmal das Prinzip Workshop beziehungsweise auch Webinar. Mitmachen, bringt euch bitte ein. Wir wollen nicht nur eben jetzt hier nicht nur alle sprechen, also das ist so aus diesem Workshop-Prinzip ganz ein bisschen übernommen. Also nicht nur zugucken, sondern es soll eben auch etwas Interaktives sein. Fragen gerne, dafür sind wir ja nun mal da. Parallel gerne surfen, das ist insbesondere hier auch durchaus dann hilfreich, weil es dann immer auch etwas gibt, wo man selbst mal schnell gucken will, wie diese Zahlen, die ich dann dort nenne, bei einem selbst aussehen. Notieren
Gehirn, wer schreibt, der bleibt. Das war schon immer so, auch wenn es diese Prise als Video und so weiter noch als Handout und sowas geben kann. Und dann eben diskutieren wäre natürlich ganz schon schön nachher, soweit es eben auch die Technik jeweils zulässt, dort sich ein bisschen einzubringen. Naja, und dann habe ich noch eine Geschichte, man hat es schon gemerkt. Hey Sie, was machst du so und sonstiges? Ich werde jetzt hier, oh, das ist cool, mein Siri springt an, wo ich sage, hey, hey Sie, super. Dass ich letztendlich dann sage, pass mal auf, gerade damit Siri nicht anspringt, möchte ich letztendlich dann aufs Du gehen und werde das überwiegend verwenden. Ich hoffe, das ist für alle Beteiligten soweit okay. So, das war's jetzt soweit und nun wollen wir mal ein bisschen ans Eingemachte gehen. Wir wollen uns mal angucken, womit wir hier so zu tun haben. Also, Ausgangslage. Ich sagte es ja vorhin schon, ich mache das ganz gerne, aber wir haben noch so ein anderes Problem, beziehungsweise auf der anderen Seite gibt es folgende Probleme. Nicht selten treffe ich auf folgende Kandidaten, die dann das eine oder andere lernen wollen. Da ist dann wenig Vorwissen von Statistik ganz allgemein und oder auch von Google Analytics. Die wichtigen Kennzahlen sind unbekannt, das kenne ich häufig so als Ausgangslage. Die Vergleichszahlen fehlen, sogenanntes Benchmarking, dass man sagt, na gut, was ist jetzt eigentlich irgendwie gut? Also sind meine Zahlen toll oder sind sie jetzt nicht toll? Die Systeme sind teilweise nicht korrekt eingestellt, merken wir auch ab und zu mal. Doppelt gezählt, nicht gezählt, falsch gezählt, alles schon erlebt. Fehlende Zeit für den tiefergründigen Einblick. Auch das ist oftmals ein Problem tatsächlich. Wichtigkeit für die Statistik im Unternehmen ist nicht wirklich dann auch bekannt, wird nicht hoch genug aufgehängt oder, und darauf will ich hinaus, ich bin einfach, nicht ich, sondern einer von euch vielleicht, ist einfach die falsche Person zur falschen Zeit am falschen Ort. Fühlt sich also in dem, was wir hier machen wollen und was man machen sollte, einfach nicht zu Hause. Und das ist ein großes Problem. Ich weiß, dass Statistik nicht unbedingt jedermanns Freund und Freundin ist, das weiß ich, aber es funktioniert nicht, ohne dass man Statistik ein wenig mag. Das ist meine Erfahrung. Wenn man das also als notwendiges Übel nur betrachtet, dann wird das echt anstrengend, weil man dann eben auch nur einen schnellen Blick wirft, ganz kurz mal Mini-Kennzahlen sich anschaut und am Ende des Tages aber auch nicht wirklich auf die Zahlen kommt, die wirklich relevant sind. Ein bisschen schizophren um die Ecke denken gehört dazu. Also man muss schon so eine halbe gespaltene Persönlichkeit im besten Fall an den Tag legen und muss dafür Sorge tragen können, dass man nachher eben auch sich in die Lage seiner potenziellen Kunden, Interessenten versetzt und sagt, warum ist das jetzt gerade gut oder warum ist das gerade schlecht und wo sind die geblieben und so weiter und so fort. Ich will versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten jetzt diese letzten Minuten dieser Stunde dazu zu nutzen, den einen oder anderen mehr an die Statistik heranzuführen. Das soll ja genau die Idee sein und ein bisschen Lust zu machen. Wer dann nochmal vielleicht einen kleinen Tritt braucht, mag sich gerne bei mir melden. Mache ich gerne. So, die richtigen Daten finden, gucken wir gleich mal drauf. Wir wollen vorher nochmal kurz gucken, grundsätzliche Informationen, wieso, weshalb, warum, wo kommt das überhaupt her? Das ist also ein bisschen so eine, für Table-Quizzer ganz interessant. Also, das ist ein, letztendlich ist das ein Tool, was es schon vorher gegeben hat, hat dann Google nachher übernommen. Urchin hat das damals geheißen, war kostenpflichtig und war dementsprechend nicht weit verbreitet. Google hat es dann irgendwann übernommen, hat es kostenlos dann angeboten, um einfach auch die Chance zu bekommen, mehr über die Webwelt zu wissen und zu erfahren, machen wir uns nichts vor. Wir bezahlen diesen kostenlosen Dienst, den es auch natürlich unter anderen Aspekten kostenpflichtig gäbe, aber grundsätzlich kostenlosen Dienst damit, dass wir unsere Daten dann irgendwo dann nachher und irgendwie nach zu Google dann transportieren und die damit dann eben auch etwas anfangen können. Machen wir uns also nichts vor. Damit man weiß, dass das kein abschreckt, letztendlich das zu benutzen, ist es so, dass nach wie vor und sicherlich auch mit steigender Tendenz weltweit über 50% der weltweiten Datenmessung letztendlich mit Google Analytics erfasst wird. Und für die, die so ein bisschen den Verlagsbereich kennen und mit IVW schon mal den Berührungspunkt hatten, das ist eine Gesellschaft, die dafür sorgt, dass letztendlich Auflagenzahlen von Verlagen und von verlegten Produkten, also von Zeitschriften etc., dass die Druck Auflagen geprüft werden, aus die Auflagestellen, der Verkauf und sonstiges geprüft wird, sodass also Inserenten in diesem Blatt auch sicher sein können, dass man tatsächlich eine Auflage von x-tausend hat. Und das gibt es auch online. Und da ist es so, dass letztendlich die Seiten, die per IVW geprüft sind, das sind in der Regel die höherwertigen. Auch dort ist über 50% derer zu sehen, dass die auch Google Analytics einsetzen. Ich will dem Ganzen also noch ein bisschen mehr Druck verleihen, dass ich sage, auch wenn man immer mal ein bisschen schimpft, im Moment auch letztendlich ein großes Problem mit dem Privacy Shield Abkommen hat, diese Daten eigentlich gar nicht einsetzen dürfte, zumindest nach Auffassung einiger. Andere sagen wiederum, komm, mach es, es wird sowieso nichts passieren. Aber das sind so Dinge, die letztendlich einfach unterstreichen sollen, das Programm wird sehr intensiv eingenutzt und das nicht ohne Grund, weil es einfach sehr umfangreich ist, abgesehen von den Kosten, die natürlich attraktiv sind, aber es ist sehr umfangreich, es ist unheimlich gut mit anderen Systemen zu verbinden und damit eigentlich auch ein absolutes Muss meiner Meinung nach. So, also jetzt starten wir rein, jetzt gehen wir mal wirklich ins Eingemachte, das Dilemma mit den Zahlen, was haben wir hier für Probleme?
Die richtigen Zahlen finden und kennen. Ich sagte es vorhin ja schon, das ist so Benchmarking, was ist jetzt eigentlich gut? Kleiner Test, kurz mal überlegt. Wir haben einen kleinen Vergleichstest. Seite A hat 30.000 Besucher im Monat, 1,5 Millionen Seitenaufrufe. Seite B hat 200 Besucher im Monat, 1.200 Seitenaufrufe. Welche Seite ist besser? Vor ein paar Jahren hätte man auch relativ schnell geschossen. Ja, Seite A, weil es sind ja nun mal deutlich mehr Besucher, die wir dort haben. Jeder, der jetzt so ein bisschen aufpasst, sage ich jetzt mal, wird sicherlich dann auch denken, sich denken können, dass die Antwort A nicht unbedingt immer die richtige ist. In meinem bestimmten, in diesem angedachten fiktiven Beispiel ist es das nicht, wenn wir wissen, dass die Seite A ein Partymagazin sein könnte mit ganz vielen Bildern, das vorrangige Hauptziel hier heißt Leser unterhalten, während die Seite B ein international agierender Maschinenbauer ist, das Hauptziel ist dort die Kundenakquise. Zur Erinnerung, die Zahlen, wenn wir hier mal gucken, wir haben 30.000 Besucher, die einfach nicht nur Partybilder oder irgendwelche Eventbilder angucken wollen, deswegen auch sehr viele Seitenaufrufe mitbekommen, haben wir 200 Besucher im Monat, die sich im besten Falle wirklich interessiert für die Maschinenbauer, dann dort dann interessieren und darauf fokussiert sind und gucken sich dann im Durchschnitt sogar noch 6 Seiten an. Am Ende des Tages ist es so, dass in diesem Beispiel einfach gezeigt werden soll, es kommt eben auf diese Zahlen nicht im Vergleich an. Das sind meine Stammtischzahlen, so nenne ich sie immer ganz gerne, weil das ist dann so etwas wie, wie viele Besucher hast du gestern gehabt? Und dann kommt der eine und sagt, ich, hier im Monat habe ich 30.000. Und dann guckt der andere ganz verschämt auf den Boden und sagt, ich habe aber nur 200. Interessiert nichts, weil diese 200 können schon dazu dafür sorgen, dass er einen Millionenauftrag dann nachher klar macht. Das Partymagazin wird ewig dafür brauchen, diese Umsätze reinzuholen. Da sind mit 30.000 Besuchern im Monat und vielleicht ein paar Bannerschaltungen da drauf, das nicht andersweise zu holen. Also es kommt eben auch letztendlich auf die richtigen Zahlen und dann eben auch den Vergleich dann an. Nächste Problematik. Mega-GAU ist keine Auswertung zu haben. Lernen wir und sehen wir in letzter Zeit leider wieder verstärkt aus Angst und Sorge. DSGVO ist ein Thema, Privacy Shield ist ein Thema, ich verstehe das, aber nichtsdestotrotz dürfen wir bestimmte Dinge nach wie vor noch. Trotz DSGVO, trotz Privacy Shield, Analytics ist, touché, da ein Problem, keine Frage, um das geht es ja hauptsächlich danach ja auch bei dem Privacy Shield Abkommen. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt noch andere Tools auf dem Markt, die an sich dann auch für die Standardanalyse und darüber hinaus auch echt toll sind. Also eine Begründung dafür, das gar nicht mehr zu tun, gibt es eigentlich nicht. Matomo sei genannt, eTracker sei genannt, WebTrack sei genannt, da sind verschiedene Dinge noch möglich, die man sogar DSGVO-konform einsetzen kann. Also insofern dort bitte deswegen nicht zurückschrecken. Das ist keine Begründung, keine Statistik fahren zu können. Und das Ganze nur, damit man mal weiß, wieso das eben auch dramatisch ist. Wenn ihr einen stationären Handel haben solltet, ist das so, als wenn sich letztendlich nur jemand an die Kasse begeben würde und nicht guckt, was im Laden passiert. Man sieht nicht letztendlich, an welchen Regalen man jemand länger steht. Man guckt nicht, wie viele Leute reingekommen sind und nicht gekauft haben, wieder verschwinden. Man würde noch nicht mal auf die Umsatzzahlen gucken, sondern wird einfach nur sagen, wenn ich am Ende des Monats Brötchen kaufen kann, ist alles super. Das ist ein bisschen dünn. So, deswegen ist es wichtig, die richtigen Zahlen kennen zu können. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Und gucken wir auf Standardauswertungen. Ja, das sind Besucher und Impressionen. Achtung, es ist immer davon abhängig, welche Tools ihr benutzt. Das heißt, es kann auch mal sein, dass Besucher und Impressionen auch anders Seitenaufrufe zum Beispiel für Impressionen heißen können. Bei den Besucher sind es dann auch mal Besuche. Das ist mal ganz was anderes, weil ein Besucher kann mehrere Besuche ausführen und damit dann auch in der Lage sein, dass er eben 5, 6, 7, 12 Mal für eine Zahl sorgt, das heißt für eine statistische Zahl sorgt, aber in Persona einfach einer bleibt. Das ist zu differenzieren. Ja, das ein bisschen zu differenzieren. Google setzt dort leider immer wieder aufs Neue, alle 2, 3 Jahre habe ich das Gefühl, auf neue Begriffe. Im Moment sind wir relativ fest bei Besucher und Impressionen, aber das mag sich auch morgen schon wieder ändern. Verweildauer ist etwas, was wir auch aus Analytics rausziehen können und da wird schon ein bisschen spannender, weil ich in der Lage bin zu sehen, wie lange jemand bei mir auf der Seite geblieben ist. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo man sagt, also wenn ich so schrecklich bin, dass jemand sofort wieder verschwindet und die Zahl gering ist, kann ich mit dem Wert genauso was anfangen, als dass ich sagen kann, boah, die bleiben jetzt aber relativ lange bei mir. Und wenn ich einen Shop habe, könnte ich daraus wieder einen Umkehrschluss dann drehen und dann sagen, ja gut, aber die bestellen nicht. Was ist jetzt das Problem? Und da merkt man schon, da kommt man dann eben auch in diese wirklichen Analysemöglichkeiten rein und nicht nur blankes Zahlen lesen und sagen so, boah, ich habe hier 2 Minuten 15 als Verweildauer. Im Online-Shop wäre das in der Regel zu wenig. Auf einer normalen Seite ist das okay. Und dass man dann eben überlegt, warum, wieso, weshalb sieht es jetzt so aus, wie es aussieht. Klickraten ist etwas, was letztendlich in Abhängigkeit zu sehen ist, meistens aus einer Quelle heraus bedient wird. Das heißt, wie häufig muss ich etwas zeigen, bis jemand wirklich draufklickt? Klar kann das auf meiner eigenen Seite sein. Oftmals nimmt man das allerdings für Werbeschaltungen her, Google Ads zum Beispiel, Social Ads zum Beispiel, dass man sagt, wie häufig musste ich eine Anzeige ausblenden, also oder einblenden, besser gesagt ausliefern, um dann nachher einen Klick zu bekommen. Und das setzt man ins Verhältnis und sagt dann, okay, das war jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich. Kosten pro Klick, nicht unbedingt Analytics zu finden,
es dann, ich habe Google Ads damit verbunden, dann werden die Daten dort auch reingebeamt, aber grundsätzlich eher etwas, schon mal eine Vorstufe zu einer sehr wichtigen Folie nachher, wo wir außerhalb von Analytics unterwegs sind, aber sehr wohl wichtige Standardkennzahlen eigentlich damit schon berücksichtigen, selbst wenn sie im Analytics nicht zu finden sind. Wichtig. Absprungraten heißt letztendlich, wie hoch ist die Rate derer in Prozent gemessen, die sofort nach Aufruf der ersten Seite meiner Webseite verschwinden. Achtung, das muss nicht die Startseite sein, das kann auch eine Unterseite sein, durch die ich oder über die ich reinkomme, weil Google mir das eben so gegeben hat. Aber wie viele von denen, die dann kommen, verschwinden sofort wieder? Da gibt es gute und schlechte Zahlen. Also grundsätzlich sagt man so 2/3 derer, die kommen, ist tatsächlich ein relativ hoher Wert, den man als okay empfinden kann im Durchschnitt, dürfen als Absprungrate nachher in der Tür stehen, im Sinne von 2/3 dürfen also dann auch gleich wieder gehen. Da ist es so, dass man sagt, da ist noch keine Panik. Aber das ist eine statistische Durchschnittskennzahl. Das heißt, da muss man schon auf die einzelnen Seiten gucken. Und ich habe sehr wohl Seiten dabei, wo ich sage, also wenn da jemand landet und sofort wieder verschwindet, dann habe ich was falsch gemacht. Und andere Seiten wiederum, wenn da jemand verschwindet, ist das vollkommen okay. Beispielsweise Kontaktdaten, Anfahrtsbeschreibung oder sonstiges, wo jemand letztendlich was gesucht hat, Google das vorgeschlagen hat, direkt auf meine Seite mit den Kontaktdaten verlinkt, die Öffnungszeiten dort vielleicht auch genannt werden und das Bedürfnis desjenigen, der gesucht hat, befriedigt worden ist in dem Moment. Also insofern sofort wieder abspringen. Da ist die Absprungrate von 80% vollkommen legitim. Selbst 100% wären fast noch okay. Vergleiche zu anderen Perioden, bitte auch das natürlich immer mit berücksichtigen. Was war letztendlich los im Vergleich zum Vormonat, wenn das legitim ist, das zu vergleichen und ich nicht saisonal abhängig bin oder ich letztendlich gerade in diesen Zeiten, wo wir letztendlich Lockdown-Phasen haben, Corona-Thematik da ist, reisen dürfen, reisen nicht dürfen und so weiter und so fort. Da ist der Vergleich zwischen bestimmten Perioden völlig obsolet, macht gar keinen Sinn. Statistisch gesehen ist das auch dieses Jahr unter Corona-Aspekten sicherlich ein besonderes Jahr, was dann nachher im besten Falle wahrscheinlich ausgeklammert wird und man sagt, okay, wie war 2020 zu 2018. Bin ich sehr gespannt darauf, wie wir da selbst damit umgehen werden und wie wir Vergleichszahlen haben. Im besten Falle will uns diese Krise wenigstens das bescheren, dass wir nächstes Jahr sagen, naja, wir haben positive Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, weil das einfach dann auch mistig war. Herkunftskanal. Wo kommen meine Nutzer her? Das ist eine der wichtigsten Kennzahlen, empfinde ich so, die man eigentlich messen kann, damit man Verständnis davon bekommt, warum kommen die Leute eigentlich zu mir? Und ich kann darüber auch sehr viel und sehr schnell analysieren, warum ist gerade etwas mehr oder auch weniger geworden. Das heißt, wenn ich mir die Standardzahl angucke, wie viele Menschen ich letztendlich auf meiner Seite habe und dann sehe, es geht runter oder hoch, dann kann ich daran relativ viel festmachen. Herkunftsland ist auch noch so etwas und die Live-Analyse, die will ich nur einmal genannt haben. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich werde jetzt so ein paar Statistiken zeigen, die ich als wichtig empfinde, die man sich auf jeden Fall angucken sollte und habe hier oben in der ersten Zeile jeweils geschrieben und aufgezeigt, wo man das zumindest, als ich die Folien fertig gemacht habe, jetzt vor ein paar Tagen, finden wird. Achtung, wenn ihr euch das später mal anguckt, kann es sein, dass es da nicht mehr ist. Also das ist auch so, dass der Screenshot schon nicht mehr passen kann. Habe ich auch mal in einem Seminar gehabt, so habe ich am Vorabend letztendlich den Screenshot fertig gemacht. Das ging Google Shopping und habe gesagt, so jetzt klickt ihr mal bitte oben rechts und die Hälfte der Mannschaft hatte den Button nicht mehr. Das heißt, irgendwie die Tage davor, währenddessen in der Nacht wurde was umgestellt, dann haben wir uns nächsten Tag gemeinsam auf die Pirsch des Buttons bewegen müssen. Das heißt, in der Sekunde, wo ihr das nicht genau da findet, wo ich euch das jetzt gezeigt haben möchte, mag es sein, dass es da auch nicht mehr steht. Da muss man ein bisschen suchen und ein bisschen querverlinkt gucken. Das liegt nicht daran, dass ihr das in dem Moment nicht versteht oder falsch macht, sondern das ist dann tatsächlich einfach woanders. Mobilgeräte analysieren. Unbedingt wichtig, wie viele kommen letztendlich mobil auf meine Webseite? Im besten Fall auch ein Gefühl dafür entwickeln, welche Geräte das sind. Auch das ist möglich. Warum? Erstens weiß ich dann, wenn ich mir das auf solchen Geräten angucke, darf ich letztendlich mit solchen Bildern in der Breite nicht arbeiten, sondern ich muss eher mit solchen Bildern arbeiten. Das ist ganz wichtig und ist immer eigentlich Fehler Nummer 1, hätte ich fast gesagt, die Idee, dass die Seite sich ja automatisch anpassen würde, als Legitimation zu sehen und zu sagen, ja gut, der Rest macht dann irgendwie die Automatik dann nachher. Wenn man sich dann aber die Webseite mal auf dem Mobilgerät anguckt, dann sieht das teilweise ziemlich schrullig aus. Und das sind auch oftmals Fehlerquellen dann nachher, warum bestimmte Kampagnen auch laufen oder auch nicht laufen. Guckt euch das unbedingt an. Guckt euch dann eben auch an, was für Geräte das sind. Habt ihr überwiegend Android-Nutzer? Wisst ihr mehr über euer Publikum in der Sekunde, zumindest online, als wenn ihr zum Beispiel oder umgekehrt, wenn ihr auch wisst, dass da sehr viele iPhone-Nutzer dabei sind, denen man normalerweise ein lifestyleigeres Leben irgendwie dann zutraut, hätte ich fast gesagt. Das heißt, das wäre etwas in der Sekunde, was dann nachher anders zu bewerten wäre, als wenn ich Android-Nutzer habe. Dann auch die Geräteaktualität und so weiter und so fort. Das ist hochspannend, wenn man sich damit auseinandersetzt und einfach mal so ein Zielgruppen-Clustering, sage ich jetzt mal, so eine Zielgruppendefinition damit hinbekommt.
Standortanalyse, super. Wenn ich in der Lage bin, herauszufinden, wo jetzt letztendlich meine Besucher herkommen und ich eine Frequenzintensität merke, kann ich mir natürlich Ableitungen daraus schaffen. Und im besten Falle weiß ich auch, dass das zu meinen buchenden Kunden, zu meinen kaufenden Kunden, zu meinen anfragenden Kunden oder Interessenten wenigstens passt. Warum ist das interessant? Weil ich damit bestimmte Werbekampagnen, die ich vielleicht dann noch vorhabe, damit unterstützen kann. Beispiel, auch wenn man da über andere Kanäle auch darauf kommen kann, durch Fragen zum Beispiel. Ich nehme da gerne das Beispiel eines Hotels. Frage, wo kommen meine meisten Gäste aus Deutschland her? Ich nehme das Beispiel Ruhrpott. Ich nehme das Beispiel Bayern meinetwegen. Sage als nächstes, okay, warum kommt jetzt der Ruhrpottler? Warum kommt der Bajuware? Der eine sagt, weil die Luft bei uns ein bisschen dicke ist und ich fahre gerne an die Ostsee. Und der Bayer, habe ich mir schon mal eine Wartschnauze abgeholt, würde theoretisch sagen, er kann die Berge nicht mehr sehen. Wollen die nicht so hören, aber habe ich mal in München mal so als Idee mal in den Raum geworfen. Einfach um dieses Beispiel zu zeigen. In der Sekunde kann ich nämlich jetzt sagen, ich möchte nur in Bayern eine Kampagne aussteuern für dieses Hotel und adressiere die Menschen dort und sage, hey, ihr wollt die Berge nicht mehr sehen, kommt zu uns an die Ostsee. Ist total für Social Media total interessant, dort eine Ads-Anzeige in dieser Richtung dann zu schalten. Und beim Ruhrpottler sage ich, hey, keine Lust mehr auf dicke Luft, kommt zu uns an die Ostsee, weil da ist die Luft einfach besser. Also, das spielt damit ein bisschen mit rein. Ich kann natürlich auch andere Standardanalysen damit machen oder beziehungsweise für mich Ableitungen machen. Ist natürlich ein ganz spannendes Feld, finde ich. Herkunft der Klicks und Kunden, das ist das, was ich vorhin meinte. Herkunft, Herkunft, Herkunft. Bitte einfach gucken, wo kommen meine Webseitenbesucher her? Wer ist dafür verantwortlich, dass ich letztendlich überhaupt Besucher habe? Wichtiger Punkt, damit wir es nicht aus den Augen verlieren. Es kann sein, dass ihr eigentlich am Markt relativ bekannt seid, dass man auch die Domain relativ schnell eigentlich tippen können sollte, trotzdem relativ viele und verhältnismäßig mehr nachher letztendlich über Google reinkommen. Dort kann etwas vorkommen, was sehr typisch ist. Das ist eine sogenannte Brand Search, das heißt eine Markensuche, die da sagt, ich weiß zwar sehr genau, wohin ich will, aber trotzdem ist Google mein Einfallstor und das gebe ich und tippe ich dann rein. Und in der Sekunde ist es dann eben etwas, wo ich sage, ja gut, dann bin ich auch bei der Seite gelandet. Allerdings die Quelle wird dann als Google identifiziert und verwässert das ein Stück weit. Leider können wir hier nicht mehr in dieser Art und Weise, wie es vor ein paar Jahren noch möglich gewesen ist, genau sehen, welche Suchbegriffe angegeben worden sind. Das kann man nur über eine Verknüpfung zur Search-Konsole machen. Aber grundsätzlich ist das hier etwas, was dann eben nicht mehr so gut funktioniert. Herr Wegener. Sie schalten sich ein und Genau, es gab eine Frage, ich habe ach, eine gucken Sie mal. Ja. Verständnisfrage. Was heißt Organic? Ah, ja. Wir gehen das einmal kurz durch, diese ganzen Quellen. Organic ist das Organische letztendlich. Das heißt, die organische Suche in dem Moment heißt, es ist die unbezahlte Suche, da wo wir gerne alle hinwollen. Platz an der Sonne, erster, zweiter, dritter Platz im Suchmaschinen-Normalbereich, nicht bezahlt. Das ist das Organische. Das ist die organische Suche. Während die Paid Suche dann nachher letztendlich so etwas wie Google Ads dann in dem Moment dann wären. Ansonsten, was wir noch auf der Seite dann dort sehen, Direct None, das wäre das, wo nicht klar ist, wo es herkommt, wenn sie nicht übergeben wird in diesem Falle, teilweise zumindest, bei NotZ eigentlich nochmal entsprechend unterschrieben. Bei Direct als solches ist der Fokus darauf, dass es direkt eingegeben worden ist. Ich weiß genau, www.irgendwas.de eingegeben, hingekommen. Das heißt, da ist nichts anderes dafür verantwortlich gewesen, sondern eben nur die Direkteingabe. Mail, Googleplex und sonstiges, Analytics zum Beispiel, das sind eben jetzt die Referrer, das heißt diejenigen, die werden letztendlich eine überweisende Seite nachher zuge oder bisher überweisend gewesen sind. Dann habe ich NotZ. Und unten habe ich dann nachher nochmal Kampagnen, CPM zum Beispiel, Cost per Million, ist dann nochmal etwas, was dann nachher im Paid-Bereich unterwegs ist. Oftmals, wenn wir das analysieren, also das heißt wir alle, ihr auch da nachher im deutschen Bereich, steht dort nachher in der Regel, müsste aktuell immer noch so sein, CPC, Cost per Click, das sind also nachher die Paid-Kampagnen. Segmente. Jetzt gehen wir ganz schnell schon mal ein bisschen in die Tiefe. Und zwar, es ist so, dass wir relativ schnell merken, dass wir unterschiedliche Zielgruppen haben. Im besten Falle merken wir das. Und merken, dass es ja so sein kann, dass dann auch der ein oder andere aus einer bestimmten Zielgruppe sich anders verhält. Das bedeutet, er letztendlich dann ein anderes Bewegungsverhältnis auf der Seite, ein anderes Anfrage- und ein anderes Interessensverhältnis entwickelt. Und in der Sekunde wäre es natürlich hochspannend zu sagen, na gut, jetzt gucken wir uns mal nur diejenigen an. Man kann jetzt hier Folgendes machen. Segmente werden oben immer in den einzelnen Statistiken möglich gemacht, dass man sagen kann, ich möchte mir jetzt nur das Segment derer angucken, die zum Beispiel über bezahlte Zugriffe reingekommen sind. Das heißt, wie verhält sich jemand bei mir auf der Seite, den ich bezahlen musste dafür, dass er kommt, durch einen Klick? Das heißt, ist das irgendwie etwas, sind die lange auf meiner Seite unterwegs? Wie sieht da eigentlich die Zahl der Verweildauer aus? Wie ist die Absprungrate derer, die letztendlich jetzt hier etwas bezahlen? Wie sieht das damit aus? Das sind so Sachen, die in der Sekunde letztendlich interessant sind, zu segmentieren und sich eben nur eine Gruppe
aus meiner großen Zielgruppe rauszupicken, eine Zielgruppe rauszupicken und sich die zu analysieren. Ich kann nachher auch andere Segmente bilden, ich kann mir eigene ausdenken, wenn ich sie dann nachher auch dann entsprechend vertecken kann und einstellen kann. Das ist eine spannende Geschichte, weil ich dann nachher sehen kann letztendlich, wie sich eben die unterschiedlichen Gruppen verhalten und inwieweit ich vielleicht auch meine Kampagnen zum Beispiel anpassen muss, weil sie zu schnell abgesprungen sind und ich im Zweifel vielleicht die falschen Ziele verwendet, die falsche Ansprache verwendet habe. So, Anwendung der Dimensionen. Es ist so, ihr findet das hier in dem Bereich bei den meisten Statistiken, die es dort bei Google gibt. Das bedeutet, ich kann das in ein mehrdimensionales Verhältnis bringen. Das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen kompliziert, ist aber auch hochspannend. Wenn ich nachher letztendlich jetzt was habe, wo ich jetzt zum Beispiel, habe ich ja ein Beispiel, die Quellen vergleichen möchte, genau. Machen wir Folgendes, stellt euch mal vor, wir haben jetzt die Seitenaufrufe, so wie es hier jetzt auch teilweise dargestellt wird. Und dann sieht man, ja, Mensch, die Startseite wurde jetzt so und so häufig aufgerufen. Das ist mal grundsätzlich in Ordnung. Jetzt ist aber die große Frage auch hier, dass man sagt, ja gut, aber wie häufig ist dann die Seite aufgerufen worden von denen, die nachher letztendlich über die Quelle Direkteingabe gekommen sind, das werden relativ viele sein, weil die oftmals die Startseite aufrufen, aber wie häufig haben dann auch dann diejenigen die Startseite gefunden, die jetzt meinetwegen durch eine Social-Media-Verlinkung zu mir gekommen sind. Das sind etwas, da muss man sich so ein bisschen hineinversetzen, Überlegungen, die man dann hat, dass man sagt, okay, welche Seite, bei der Startseite ist das noch relativ simpel oder gar nicht so großartig zu analysieren, aber es gibt so Unterseiten, von denen man sagt, sag mal, schaffe ich es eigentlich, dass diese Seite, die ich als sehr wichtig empfinde, überhaupt von jemandem aufgerufen wird, der zum Beispiel über Facebook oder sonstiges bei mir reingekommen ist. Da mag es dann nachher verschiedene Ableitungen geben, wo ich auch wieder weiß, ich muss die Klickpfade vielleicht anpassen, ich muss ein bisschen am Content rumschrauben, das Versprechen nachher an der Quelle anpassen oder. Das sind so Möglichkeiten, die man in dem Moment dann nachher hat. Sehr spannend, macht Sinn, sich das einfach mal so anzugucken und ein bisschen rumzuspielen, auch bei den Segmenten einfach mal einen Tipp ein bisschen spielen. Wenn man offen dafür ist und ein Verständnis davon hat, was da generell passiert, kann man wunderbar durch das Ausprobieren und Spielen einfach dann sehen, was da für Möglichkeiten dann bestehen. Christian. Genau. Ich habe jetzt nochmal zwei Fragen reinbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Verständnisfragen sind oder allgemeine Fragen. Mhm. Ich dachte mir, wir beantworten vielleicht trotzdem jetzt mal ganz kurz. Haben wir gesagt, ja, machen wir mal so. Wie bewertest du Exact Matrix? Dazu brauchen wir mal, wo sind wir denn? Da brauche ich nochmal, Sabine hatte das geschrieben, ne? Ja, da müsste sie mir das nochmal ganz kurz nochmal ergänzen, unter welchem Aspekt sie das meinst. Währenddessen machen wir Direct and Non nochmal ein bisschen. Mhm. Also in welchem Zusammenhang sie das bisher benutzt, aber wo das bisher über den Weg gelaufen ist, die exakten Metriken als solches, und das würde mich nochmal interessieren. Und dann Direct None auch irgendwie herausfinden, was dahinter steht. Naja, also Direct None als solches, also das ist eine Geschichte nochmal ergänzend, das war wahrscheinlich gerade ein bisschen missverständlich. Das Direct None als solches ist hier relativ klar, dass es darum geht, dass wir wissen, dass wir also Direkteingaben bekommen haben. Also das heißt, hier wirklich jemand dann der Sekunde direkt meine Webadresse eingegeben hat. Ist sogar, also ich sage mal, ein Bookmark als solches ist eine Direkteingabe bei mir in meinem Browser, es wäre eine Direkteingabe und es wäre allerdings wieder eine überweisende Seite, wenn jetzt irgendwo ein Link gesetzt wird, das wäre zu unterscheiden. Aber direkt heißt wirklich, ich wusste von der URL, ich habe sie eingegeben und dann los. Das NotZ, was da vorne zu sehen gewesen ist, das war so an Stufe 4, das ist eher das Problem, dass wir dann nicht genau wissen, wo die herkommen. No, das heißt, und da ist es dann auch relativ offen, auch nicht wirklich zu spezifizieren, weil letztendlich die überweisende oder was auch immer Quelle nicht klar ist, da vielleicht auch irgendwas am Wege stand, um das dann rauszufinden. Also das wäre etwas, was man in der Sekunde nicht direkt dann nachher tatsächlich analysieren kann. Aber dieses Direct als solches, das ist eine ganz klassische Geschichte, wo man dann eben auch genau weiß, da ist was eingegeben worden. So, da warten wir noch ein bisschen drauf. Ich mache erstmal im Hintergrund weiter, würde ich sagen. So, warte mal, jetzt hängt das hier so mittendrin, statt nur dabei. Schwupp. Oh, kann man gerade schon antworten? Mhm. Genau. Ja, das ist genau das Problem. Also das ist bei uns nichts, was wir da so einsetzen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was du noch geschrieben hast, damit die anderen das ein bisschen nachvollziehen können? Oh ja, ja, also nein, das ist, hier geht es darum, das Analytics rausgeworfen. Ich will mal annehmen, das schmeiße ich jetzt mal so einen Raum, dass datenschutzrechtliche Bedenken sind oder sonstiges und Exact Metrics dann dort läuft. Und genau das ist auch ganz gut dann als solches, das wäre mir so wahrscheinlich gar nicht über den Weg gelaufen, als Erinnerung daran, dass das ein Tool ist, muss ich gestehen. Es ist, also
ich sag mal so, ich will das mal beispielgebend oder ein bisschen beispielhaft für alle anderen Tools einfach sehen, die es dann noch so auf dem Markt gäbe. Es ist die Frage, was ich auswerten will und wie weit das jeweils dann geht. Ich persönlich für mich sage, also ich würde an Analytics eigentlich ungern vorbeigehen und das macht für mich einfach keinen Sinn, das dann nachher letztendlich hier auch dann nicht einzusetzen, selbst wieder besseren Wissens, was da rechtlich gerade so unterwegs ist. Aber wenn ich bestimmte andere Tools finde, die das dann eben auch nachher dann können, dann ist das sicherlich fein. Also man muss ein bisschen darauf gucken, wie die Analyse stattfindet, was gibt es für Momente, die eben auch dagegen sprechen oder beziehungsweise technisch eben dagegen sprechen, dass vernünftige, belastbare Daten kommen. Naja, und dann ist die große Frage, was kann ich damit nachher alles auswerten? Also bis wohin geht das dann nachher? Also wenn ich sowas wie die Infos sind rudimentär und die Pro-Version, das ist natürlich dann der Trick dahinter im Sinne von, du kannst hier ein bisschen und das, wenn du es richtig machen willst, musst du Geld bezahlen. Da sind die Tools allerdings dann auch wieder alle gleich, logisch. Ja? Google, wie gesagt, bezahlen wir mit Daten. Die anderen sagen, nee, bei uns sind die Daten safe. Deswegen auch DSGVO-konformer definitiv als in Google an einigen Stellen zumindest. Und insofern ist es nachher etwas, tja, das ist dann nachher einfach dann zu gucken. Das, was man rechnen muss, das kann ich jetzt nicht so ganz deuten, wenn das vom Preis gemünzt ist letztendlich, dann muss man echt gucken, was man wirklich, was brauche ich für Analysen? Habe ich einen Shop, da geht es noch ein Stück weiter. Wenn ich jetzt mal einen E-Tracker-Bezahldienst nehme, die kommen aus Hamburg, immer sehr datenschutzkonform, dann ist es ja genau Preis pro Monat, da muss man einfach gucken. Da weiß ich, bei E-Tracker zum Beispiel geht es bei 19 Euro los, das ist schon ein ordentliches Tool danach her, geht aber auch schnell, ich meine, bis 100 im Monat dann hoch oder sogar noch mehr, wenn man das Große dann nachher nimmt. Das sind so Geschichten, da muss man abwägen. Wirklich, was ist es mir wert? Na, wenn ich jetzt komme, sagen wir so Matomo, ehemals Piwik, ist auch für lau, kostenlos, muss allerdings dann einen Server haben, der das auch wirklich wuppt, weil da richtig Datenmassen dahinter rumfliegen, dann ist das natürlich noch die Frage, was gebe ich an einer Stelle aus und ist das Tool dafür dann auch okay? Wir setzen das auch für unsere Kunden on demand ein. Selbst würden wir jetzt nicht darauf kommen, sage ich jetzt mal, und würden das direkt empfehlen, weil es einfach dann auch, ja, es ist weniger geil. Peng. Das heißt, am Ende des Tages gibt es dann da nachher eben auch dann einfach Probleme. Wir machen erstmal ein bisschen weiter, genau, und dann haben wir nachher noch wieder die Fragerunden. So, gucken wir mal. Fokus auf den E-Commerce. Sagte ich ja vorhin schon, einmal kurz reingeguckt, was für Möglichkeiten wir dort haben, für diejenigen unter euch, die letztendlich dann dort mit E-Commerce ein wenig was machen. Natürlich auch für jeden anderen, der jetzt sagt, naja gut, so richtig E-Commerce mache ich nicht, aber die Geschäftsanbahnung ist sehr wohl eben auf der Webseite zu sehen und wir sind auch eher ein Dienstleister. Da kann man auch trotzdem bestimmte Werte sicherlich für sich dann auch adaptieren. Gucken wir einfach mal so die relevanten Kennzahlen, die ich ergänzen wollen würde zu den Standardkennzahlen von vorhin, wenn wir uns um den E-Commerce kümmern. Konversionsrate, das ist in der Regel auch für alle interessant. Das heißt in der Sekunde auch, wie häufig beispielsweise musste das Kontaktformular oder auch ein Bestellformular aufgerufen werden, wie häufig bräuchte ich Besucher auf der Seite, damit überhaupt irgendwie ein Kontakt, eine Newsletter-Anmeldung, eine Bestellung ausgeführt worden ist oder sich ergeben hat. Das heißt, die setze ich in ein Verhältnis. Im Shop-Bereich sagt man tatsächlich nach wie vor noch, dass 1% Konversionsrate ein mittlerer Okay-Wert ist. Und man sagt, weißt du, wenn du es schaffst, einen von 100 davon zu überzeugen, bei dir zu kaufen, ist das okay. Aber das ist branchenübergreifend, das ist shopübergreifend der Standard-Durchschnittssatz, der natürlich optimierungswürdig ist. Wir haben in besten Fällen haben wir zweistellige Sätze, dass man wirklich sagt, ich schaffe es letztendlich jeden Zehnten wenigstens davon zu überzeugen, bei mir zu bestellen und damit natürlich die Luft nach oben hin dünner, machen wir uns nichts vor. Jetzt vor kurzem hatten wir, jetzt muss ich mal kurz lügen, was war das? Ich glaube, wir hatten 3 Bestellungen, waren es nachher auf eine Gruppe runtergebrochen. Wir kamen nachher letztendlich im Verhältnis gesetzt nachher auf eine Konversionsrate, glaube ich, von 24% oder so etwas. Da gehst du schon an den Kühlschrank und holst ein Shampoos raus. Und also das sind so Geschichten. Wir haben auch mal eine Konversionsrate von 51-52% gehabt. Das lag aber auch daran, dass wir dann relativ schnell mit einem neuen Shop an die Bestandskunden rangegangen sind und dass Special Interest Produkte gewesen sind, die es auch nur dort gegeben hat. Passte Weihnachten noch dazu. Also das war richtig rattenscharf. Geile und geniale Zahlen. Aber da muss man sich dann auch nichts vormachen. Das passiert nur unter ganz bestimmten Gesichtspunkten und zu bestimmten Momenten. Handelsspanne, natürlich, erlebe ich immer mal wieder, dass man dann relativ schnell sich dann auch von Zahlen blenden lässt, gerade im Durchschnittswert. Ganz großes Problem der Statistikanalyse, wenn ich nur mit Durchschnittszahlen arbeite, sage so, Mensch, ich habe einen Umsatz von gehabt, ist doch super. Wenn ich mir nachher mal angucke, was ich dafür habe bezahlen müssen, letztendlich allein schon von den Produkten, die ich verkaufe in diesem Falle, dann macht das nachher keinen Sinn,
nachher auch das so weiter werben zu lassen, wie wir gerade werben, weil ich aller Voraussicht nach die falschen Produkte bewerbe oder dafür Sorge trage, dass die falschen Produkte gekauft werden. Das heißt, da sollte natürlich das berücksichtigt werden. Der durchschnittliche Bestellwert, der AOV, also Average Order Value letztendlich, ist in Bestellungen immer natürlich bei E-Commerce sehr wichtig, damit man ein Gefühl dafür bekommt, ob ich es zum Beispiel mit dem Cross- und Upselling hinbekommen habe, die Leute da letztendlich weiterzubringen. Abbruchrate im Warenkörben oder auch in Kontaktformularen, die mehrstufig sind. Wo steigt da jemand aus, weil er gerade Panik hat oder eine bestimmte Frage beantworten muss, die er nicht beantworten kann oder will? Das ist insbesondere auch dann, auch in Formularen, häufig der Fall als Tipp. Ganz generell sagt man, für bestimmte Dienste, zumindest Newsletter zum Beispiel, gibt es sogar gesetzliche Vorschriften, die sagen, für den unmittelbaren Verwendungszweck darf ich bestimmte Daten nur als Pflichtfeld hernehmen. Das wäre in diesem Falle die E-Mail-Adresse, der Rest ist optional. Beim Kontakt ist es genauso letztendlich. Ich sage, das, was notwendig ist, kann ich pflichtmäßig abfragen, der Rest ist optional. Und mal unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben ist es doch auch eine menschliche Idee, dann zu überlegen, was kann jemanden davon abschrecken, oder abschrecken lassen, Kontakt mit mir aufzunehmen. Wenn ich der Meinung bin, ich muss unbedingt immer eine Telefonnummer haben, dann sollte ich dazu schreiben, warum. Das heißt, wenn ich eine Spedition beauftragen muss, die sich melden muss, damit die Ware angeliefert werden kann, dann ist natürlich in einem Bestellprozess die Telefonnummer Pflicht. Aber ich sollte erklären, warum. Und wenn ich einen normalen Kontaktanruf oder eine Kontaktanfrage über die Webseite habe und ich sage, ja gut, wenn du mit mir in Kontakt trittst, will ich deine Telefonnummer unbedingt haben, dann ist es gerade letztendlich, wenn dort ein Geschäft angebahnt werden könnte, die große Sorge derer, die dann das ausfüllen, dass dann gleich irgendwie ein Handelsvertreter in der Tür steht per Telefon und sagt so, wir wollen Geschäfte machen. Und das wäre auch ein Medienbruch. Das heißt, wenn ich euch eine Mail schreibe und sage, hey, könnt ihr mir mal eine Preisliste schicken oder habt ihr das noch auf Lager, dann will ich nicht irgendwie meine Telefonnummer angeben müssen und Panik bekommen, dass ihr mich anruft und sagt, ja, wann willst du es denn haben? Das ist bitte im selben Medium dann beizubehalten und die Felder nur abzufragen, die nachher wirklich dann wichtig sind. Und da käme eben auch gerade in Warenkörben häufig eben ein Abbruch an einer Stelle, wo ich ihn nicht mehr haben möchte. Der ist an der Kasse fast schon durch und ich frage noch irgendwas Dusseliges oder sage ihm nicht warum. Das muss unbedingt dann nachher unterbunden werden oder erklärt werden. Kosten der Akquisition eines Neukunden, Cost per Acquisition, CPA in diesem Falle. Das heißt also, wie viel musste ich aufwenden, damit es nachher letztendlich überhaupt zu einem Kunden hat kommen können. Das kann ich auch außerhalb eines E-Commerce-Bereiches machen, keine Frage. Sollte ich wissen, weil dann eine Agentur wie wir darauf mega genial reagieren kann. Das heißt, ich weiß, dass von Ferienresorts habe ich letztendlich dort meine Zahl im Kopf. Ich habe von Häuslebauern etwas im Kopf. Das heißt, ich weiß genau, wie viele Kataloge die per Post verschicken müssen, damit es zu Kundenkontakten kommt, beziehungsweise Terminen vor Ort kommt und wie viele Termine notwendig sind, damit es nachher zu einem Hausbau kommt, zum Auftrag kommt. Und wenn ich das umdrehe, weiß ich ganz genau, wie viel ich habe ausgeben müssen, damit es dazu kommt und kann dann auch sagen, solange das noch im positiven Bereich ist und nicht gesättigt ist und sich dann nachher ins Negative dreht, drehe ich den Hahn richtig auf. Das heißt, in der Sekunde untermauere ich damit meinen Erfolg letztendlich und das ist ganz wichtig. Wert eines Kunden, Customer Lifetime Value, das heißt, in der Sekunde, wo ich eine Akquise durchführe und sage, so, boah, das war jetzt richtig teuer, den Kunden zu akquirieren und dafür Sorge zu tragen, dass der eine Bestellung bei mir abgibt, sollte ich natürlich immer damit berücksichtigen, dass es auch sein kann, im besten Falle, dass der wiederkommt und nochmal bestellt. Vielleicht auch in einem größeren Abstand, aber grundsätzlich habe ich den jetzt aufgebaut und der ist mir im besten Falle treu, wenn ich mich anständig benehme. Klar, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal eher das Gebrauchsgut verkaufe und kein Verbrauchsgut verkaufe, dann hat er jetzt vielleicht irgendwie ein großes Ding von mir gekauft, weiß ich nicht, vielleicht hat er eine Couch von mir gekauft, dass ich jetzt sage so, na, jetzt ist 2022, zwei Jahre später, willst du nicht eine neue haben? Das ist dann so ein bisschen schwierig, es sei denn, man weiß ganz genau, dass es eher eine von der günstigeren Sorte gewesen, die ich dann nachher nach hinten raus irgendwann ersetzen muss. Aber da muss man ein bisschen gucken, dass ich mir selbst dann nachher nicht in die Tasche lüge oder beziehungsweise meinen eigentlichen Erfolg dann auch nicht übersehe. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt zwar ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, vielleicht ist das auch so margenbereinigt eher Negativgeschäft gewesen, aber ich weiß ganz genau, dass der Kunde jetzt bei mir ist, dass ich den auch noch ein bisschen akquirieren, nachakquirieren und incentivieren kann. Dann sollte ich natürlich in der Sekunde genau daran dann auch das festmachen. Durchschnittliche Retourenquote wollte ich jetzt gerade nicht wegnehmen. Also das ist natürlich auch klar für jeden, der jetzt sagt, so, boah, Umsatz diesen Monat stark, x 1000 Euro, Millionen, I don't know. Wenn ich in Zalando bin, ist das gar nichts in der Sekunde, weil ich da nochmal 50% abziehen muss. Das waren mal Zahlen noch vor einiger Zeit, wie man so ein Marketeer von Ex-Zalando dann gehört. Und der sagte, wisst ihr, in der Sekunde, wo wir eine Retourenquote von unter 50% hatten, dann haben wir letztendlich dann auch die Korken knallen lassen. So, das heißt, da muss ich natürlich aufpassen nachher, dass eben diese Stammtischzahlen dann oder beziehungsweise diese eigentlich interessanten Zahlen nicht zu Stammtischzahlen werden und ich mir da nicht in die Taschen lüge.
Ansonsten gibt es noch besondere Statistiken, die habe ich jetzt hier zusammengefasst, wären alles normale eigene Folien gewesen. Es gibt hier die klassische Order-Analyse, Produktleistung, hochspannend letztendlich, welche Produkte sind am besten performant, was hängt da noch dahinter und so weiter und so fort. Die Suchbegriffe im Shop, gilt natürlich auch für normale Webseiten, keine Frage. Trichteranalysen, das heißt, wie ist dann nachher von Schritt für Schritt für Schritt für Schritt die Gruppe derer, die das nachher wirklich am Ende abgeschlossen haben, immer kleiner geworden. Wo sind die ausgestiegen und wo kann ich im Prozess vielleicht auch sagen, so, boah, das ist klar, an der Stelle, da kamen die Versandkosten. Und die Versandkosten, das ist immer so ein Streitthema hier bei uns gewesen, die sind wahrscheinlich zu hoch in der Sekunde. Wunderbare Möglichkeiten. Funnel- und Kaufverhalten ist genauso, das geht nur noch mal ein Stück weiter. Sehr spannend, weil es hier eben auch um die Möglichkeit gibt, kommt gleich noch eine ganz kurze Folie dazu, bestimmte Dinge und Statistiken im E-Commerce-Bereich zu erweitern. Da muss dann aber eure Programmierer noch mal ran und dafür Sorge tragen, dass das funktioniert. Checkout, das meine ich das eben in diesem Funnel und auch in diesem Trichter. Und Multichannel-Verständnis, das haben wir gleich noch mal als Folie, ist auch spannend, weil das eigentlich jeden betrifft. Suchbegriff im Shop oder eben auch normale Seite, Verhaltens-Site-Search, Suchbegriffe, wenn ihr das eingebunden habt vernünftig und Google einmal mitgeteilt habt, wie bei euch die Variable heißt, der Suche, kann das mitgetrackt werden, ist hochspannend, weil selbst wenn euer Shop das kann und euch sagen kann, was dort gesucht wird bei euch im Shop, ist es so, dass ihr trotzdem in Analytics die Möglichkeit habt, diese Werte noch mit anderen wiederum dann nachher zu verbinden. Das heißt, ihr habt da auch wieder die Möglichkeit zum Beispiel zu verknüpfen und zu sagen, okay, die Suchbegriffe jetzt hier, aber ich will mir nur die angucken, die jetzt über die Quelle paid oder keine Ahnung was reingekommen sind, um einfach zu verstehen, dass dort ein anderes Nutzerverhalten dahinter sein könnte. Hochspannend finde ich, auch das sich anzugucken, weil man damit einfach mehr über seine Zielgruppe liest. Das ist so ähnlich wie, naja, ich sage jetzt mal, eigentlich jemand bei euch im Laden, wenn ihr einen habt, der dann gefragt wird, können Sie mir kurz helfen, wo steht die Milch? Ja, das heißt also, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es irgendwie nicht geschafft, den klarzumachen, wo die Milch steht. Und das wäre etwas, wo man natürlich Optimierungen ransetzen kann. Klar ist die Suche eine der ersten Schnelleinstiege in besonderen Shops, an einigen Shops gerade ganz besonders, für ein Kundenverhalten, gerade bei sehr vielen Produkten, aber eine Suche kann natürlich auch schnell Ausdruck davon sein, dass ein Produkt, das ich eigentlich gerne hätte über den normalen Weg der Kategorien hätte finden lassen wollen, nicht gefunden werden kann, weil ich es vielleicht an der falschen Stelle absortiert habe oder mein Kunde gerade mal ganz besonders tickt. Trichteranalysen, so sieht es dann aus, nur kurz gezeigt, weil es eben auch sein kann, dass ihr nachher letztendlich auch auf Nicht-E-Commerce-Seiten das braucht, wollte ich hier nur mal ganz kurz gezeigt haben. Ansonsten würde ich empfehlen, das sich einmal anzuschauen und ein bisschen auch über die Google-Hilfe, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann, die ist wirklich gut. Der Google-Support unter uns 200-500 Nasen, hätte ich fast gesagt, ist sicherlich jetzt so manchmal nicht so toll, wenn man Direktkontakt hat. Zumindest ist das unsere Meinung. Aber das Lesende, was wir dort rauskriegen können, die Hilfe, die wir haben, die ist echt toll. Die kann ich euch wärmstens ans Herz legen, das auch ein bisschen zu lernen und dann auch einzurichten und zu verstehen. Also Trichteranalyse wäre ein Thema für all diejenigen, die irgendwie Mehrschrittprozesse haben und messen. Da geht nachher jemand an. Es muss aber eingerichtet werden, funktioniert nicht von alleine. Und das ist dieses Multichannel-Verständnis. Das heißt, am Beispiel des Shops kurz geblieben, dass man sagt, und da haben wir folgendes Problem, früher gehabt, heute nicht mehr so stark, dass man sagt, so ja, ich gucke mir dann schon an, wo die Leute hergekommen sind. Wenn eine Bestellung ausgeführt worden ist. Und man sagt, okay, da ist jetzt eine Bestellung reingekommen, wo ist der eigentlich hergekommen? Und dann sagt man, ja, das ist ein Direct, das heißt, er hat das direkt eingegeben. Und dann sage ich, ja, super, habe ich es geschafft, meine Marke am Markt zu positionieren. Hurra. So. Und dann überlegt man, sagt, weißt du, ich schicke ja jeden Monat, mache ich mir einen riesen Aufriss hier und Newsletter irgendwie zu versenden und der hat so relativ wenig. Und kommt dann auf die Idee, dass ich sage, der Newsletter der muss raus. Also der Aufwand, den wir betreiben, vielleicht auch ein bisschen kostentechnisch, völlig obsolet, weg damit. Und auf einmal gehen meine Bestellungen runter. Direct None als solches, die Geschichte, die wir da hatten, also es bleibt dabei irgendwie, die Leute kommen auch, aber irgendwie geht es runter. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass letztendlich der Kaufprozess nicht unbedingt im Affekt stattfindet, dass ich sage, okay, gesehen, gekauft und Attacke, sondern es kann sein, so mal gesehen oder incentiviert durch ein Newsletter, ach ja, da war ja was, oh, das ist interessant, ihr habt neue Produkte, gucke ich mir mal an in der Firma, wenn der Chef nicht guckt gerade. Und dann gehe ich dann nach Hause und bestelle es dann vielleicht. Aber in der Sekunde habe ich Folgendes gemacht. Ich wurde incentiviert von einem Newsletter, bin auf die Seite gekommen, finde ein Produkt, da ich sage, mega genial. Muss ich zu Hause mit der Regierung besprechen und sagen, so wollen wir uns das kaufen. Und dann gucken wir uns das an und dann nehmen wir uns ein Handy in die Hand und sagen so, ja, das bestellen wir uns jetzt. Und das haben wir aber dann in der Sekunde über Direct gemacht. Und das ist dann natürlich in der Sekunde etwas, wo dann Last-Click-Wins-Prinzip nennt sich das. Wenn es so eingestellt ist, dann bedeutet, derjenige bekommt jetzt den Zuschlag, nämlich die Direkteingabe, die sagt, toll, hast du fein gemacht. Und der Newsletter guckt dann mit einem traurigen Gesicht daneben und sagt, du, eigentlich bin ich dafür verantwortlich gewesen, weil wäre ich nicht da gewesen, dann hättest du eigentlich diesen Erfolg gar nicht gehabt. Und da geht man dazu über, letztendlich nachher mehr und mehr nachher jedem einzelnen dieser Kanäle, die notwendig sind, und manchmal sind mehrere wirklich dann auch notwendig, damit es zum Kauf kommt, einen Teil des Erfolges zu geben. Da gibt es teilweise die Senke,
Das heißt, der Erste, der in der Initiative für Erfolg erforderlich oder eben verantwortlich gewesen ist, bekommt, sage ich jetzt mal, 30 Prozentpunkte davon zugesprochen und der, der es nachher auslöst, auch 30 Prozentpunkte und der Rest in der Mitte, der dann irgendwie auch dann nochmal touchiert wurde, teilt sich dann nachher nochmal dann entsprechend die restlichen Punkte und zwar absteigen von der einen Seite und wieder aufsteigen, bis es nachher zum Kauf kommt. Oder man sagt, linear, jeder kriegt die gleichen Anteile, sind es meinetwegen 5 Schritte gewesen, kriegt jeder 20 Prozentpunkte zugeschrieben, sodass man die Wichtigkeit eines jeden Kanals zu schätzen weiß. Große Gefahr sonst, dass man nachher den falschen Kanal abschaltet. Und die Nutzer auf der Spur finde ich hochspannend. Haben wir damals schon von anderen Systemen geliebt, ist dann irgendwann auch bei Google dazugekommen. Mal anders, mal so, jetzt ist es so gerade aktuell. Da kann man wirklich danach hier, muss eigentlich allerdings einmal aktiviert werden, dem Nutzer wirklich so ein bisschen auf die Finger gucken, sagen so, was hat er eigentlich gemacht, wo hat er geklickt. Wenn ich ja noch ein Event-Tracking mit dabei habe, kann ich auch sehen, dass er PDFs sich angeguckt hat, die wir normalerweise nicht so einfach tracken können, dass er die Seite vielleicht verlassen hat, weil ich dem das auch empfohlen habe, irgendwie einen Partner zu besuchen und solche Sachen. Hochspannend, auch die Wiederkehrrate als solches zu sehen oder den Wiederkehrer zu erkennen, ein bisschen was über seine Technik zu lernen. Ah, das ist jetzt einer, der jetzt hier, was haben wir hier zum Beispiel einen, als Beispiel ist über den Desktop reingekommen, ist mit dem Web ganz normal unterwegs, ist über Organic Search reingekommen, also damit auch Google Organic als Quelle Medium unterwegs gewesen. Die Kampagne ist damit natürlich noch Z, weil sie Organic ist. Und dann habe ich vielleicht noch benutzerdefinierte Dimensionen und Sonstiges. War zum letzten Mal online und derzeit. Wie viele Sitzungen hat der schon gemacht? Also ich lerne unheimlich viel über meine anonymen Kunden, Interessenten, Surfer, was auch immer, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was ich gegebenenfalls im besten Falle noch anpassen kann. Und dann das erweiterte Tracking für alle E-Commercer unter euch. Da gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Da ist es beschrieben. In der besten Falle ist dieser Link dann auch noch dann dort zu finden, wenn ihr die Präse dann von uns bekommt und darauf klicken könnt. Das muss eingerichtet werden und das sollte man dann entsprechend sich nochmal angucken. So, Fragen zwischendrin? Ich habe gesehen, da kam was rein oder ist erstmal alles in Ordnung? Sonst machen wir es nach hinten aus. Ja, was glaubst du, wie lange brauchen wir noch? Ja, ich muss jetzt hier einmal sputen, weil jetzt kommen die wirklich wichtigsten Geschichten, die würde ich jetzt einmal durchziehen wollen, damit jeder dann irgendwie genau. Auch... Ja, ich würde auch sagen, wir machen uns am Ende dann die Fragen. Gut, perfekt. Also, Zahlen anreichern und exportieren, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Bitte ab jetzt merken, also, kurz vorgelesen, eine gute Analyse und Auswertung beginnt nicht mit Analytics und endet nicht mit Analytics. Vielmehr gilt es, mehrere Quellen mit einzubeziehen. Ein Tipp, stellen Sie sich im Vorwege Fragen, die Sie statistisch beantwortet haben möchten und schauen Sie, dass die dafür notwendigen und nötigen Daten gesammelt werden. Das ist das, was ich euch ganz groß ans Herz legen wollen würde, Analytics nicht wirklich als Kapsel zu sehen, zu sagen, so ja, das wird schon irgendwie das Universum sein, was mir das erklärt. Es beginnt nicht damit und es endet nicht damit. Wir können tolle Fragen stellen, wenn ich so etwas habe wie, ist mal so ein Hotelbeispiel, ich habe ein Busunternehmen, mit dem ich eine Kooperation eingehe, der auch dann letztendlich auf seiner Seite Werbung macht, der verlinkt auf meine Seite, schickt dann nachher letztendlich immer Kunden dazu und ich möchte gerne wissen, wie viel Sekt muss ich für die Silvesterparty dieses Jahr, die natürlich jetzt thematisch gerade ein bisschen schlecht dieses Jahr nicht stattfinden wird, aller Voraussicht nach, kaufen. Und was muss ich dann vorbereiten? Und ich kann verschiedene Dinge damit letztendlich messen. Da ist Analytics nur ein ganz kleiner Teil davon. Kann aber auch sehen, dass vielleicht die Buchungen noch ausbleiben. Ich kann mir aber Prognosen stellen. Ich kann in der Statistik vom letzten Jahr reingucken, sagen, okay, so viele Leute, die bisher da waren, werden auch so und so viele werden. Also ich kann verschiedene Sachen nachher hernehmen, um rauszufinden, wie viel Sekt ich aller Voraussicht nach für diese Buchungen des Busunternehmens X dann kaufen muss, obwohl der noch gar nicht durchgebucht hat. Sehr banales Beispiel auf der einen, etwas unverständliches Beispiel auf der anderen, wenn man sich das nicht mal aufmalt und versteht, was für Daten da reinkommen. Ich will damit euch nur sagen, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass andere Daten sehr, sehr, sehr interessant sein können. Aus Google Ads zum Beispiel, gehen wir die uns kurz knackig durch. Logisch, wenn ich Zahlen letztendlich oder wenn ich Anzeigen auf der einen Seite schalte, sollte ich natürlich auch dafür Sorge tragen, das auszuwerten und zu sehen, was aus diesen Daten geworden ist. Was ist aus diesen Menschen geworden, die bei mir gelandet sind? Logisch. Die Search-Konsole, ganz wichtig, bitte einrichten, bitte, bitte einrichten. Auch für diejenigen, die jetzt mit Analytics wenig am Hut haben. Ihr könnt dort sehen, wie Google eure Seite sieht. Ihr bekommt Rückmeldungen, was nicht funktioniert, was die Maschine doof findet. Ihr könnt sehen, wie und was indexiert ist. Ihr könnt sehen, unter welchen Suchbegriffen ihr gelistet werdet. Nicht nur geklickt werdet, sondern auch gelistet werdet, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, auf welcher Position ihr dort steht, ob die Klickrate in Ordnung ist. Hochspannendes Feld, das dann verbinden mit Analytics und dann kommt man wieder an bestimmte Daten ran, die andere nicht bieten können, nämlich zum Beispiel, welche Suchbegriffe und Suchanfragen dafür verantwortlich gewesen sind, dass wir aufgerufen worden sind. Und damit lösen wir nachher dann auch das Problem des Google Organic, wo dann nachher raufgeklickt nicht mehr gezeigt werden würde, welche Suchbegriffe dann dafür verantwortlich gewesen sind. Das gibt es jetzt einigen Jahren nicht mehr. Das wäre dann not provided.
entscheidet, ist dann die meiste Antwort und das meistens zu 95-96%. Hier ist die Lösung zu finden. Ganz spannende Geschichte, unbedingt machen. Kampagnen-Tracking will ich euch nur kurz erklären und zeigen. Hier hat man die Möglichkeit, Kampagnennamen oder Kampagnen festzulegen und jemandem, der von außen kommt, quasi dieses überzustülpen und damit in der Lage zu sein, dann nachher auch die Kampagnen für sich stehen zu analysieren, auch wieder zu segmentieren. So sehe das nachher dann aus. Der Link hier erklärt es dann nachher auch, wo ihr raufkennen könnt, um dann nachher einen Link daraus zu bilden. Dann Daten andersherum. Ich kann demografische Daten rausziehen aus Analytics und sagen, ich verstehe meine Zielgruppe jetzt geschlechtertechnisch, altertechnisch besser. Auch ganz spannend, unbedingt auch mal machen. Zielgruppen für Ads finden. Ich kann sehen, für welche Bereiche, wenn das alles aktiviert ist, für Bereiche, welche Bereiche, die thematisch sich meine Kunden noch interessieren, Technik, Media und Entertainment. Ich weiß also nachher, wo ich vielleicht dann auch meine Zeitungsanzeige nachher dann schalte, weil das eben dann auch passt und so weiter und so fort. Und dann kann ich es ins Dashboard schmeißen und da bin ich dann in der Lage, letztendlich dann auch Daten zu aggregieren und zusammenzuwerfen. Das ist ein kostenloses Tool von Google. Andere Tools einbeziehen, Sistrix-Auswertung machen, das ist für SEO, also Suchmaschinenoptimierung wichtig, Xovi mit einbeziehen, solche Geschichten dort machen, eigene Messungen und Umgebungsstatistiken protokollieren, zum Beispiel Wetter. Ich habe zu meinen Schulzeiten bei einer Fastfood-Kette gearbeitet, die mit dem goldenen M. Da musste der Schichtführer am Ende seiner Schicht immer letztendlich eintragen, wie das Wetter gerade für ihn am Ort so gefühlt gewesen ist. Damit hat man natürlich nachher auch Prognosen schalten können, wie dann welches Produkt unter welchen Wetterbedingungen am ehesten läuft. Auch bei uns ansässige Bäcker sollen das machen, habe ich mir mal sagen lassen, dass die genau wissen, ob sie jetzt am Samstag entsprechend etwas mehr oder auch weniger backen müssen, wenn sie wissen, dass das Wetter gut oder schlecht wird. Eigentlich ist es so einfach, wenn man es mal hört, aber ich finde das mega. Datendifferenzen, man muss wissen, dass die Namen, auch bei Facebook zum Beispiel, von Klicks und sonstigem in der Sekunde, wo der eine sagt, du, ich habe dir einen Klick beschert, heißt es noch lange nicht, dass wir den Klick auf der anderen Seite messen können. Das liegt daran, dass wir vielleicht dann bestimmte Dinge dabei haben, die dann eben einfach, oder einige dabei haben, die das dann unterbinden oder die Seite bei uns gerade nicht funktioniert, trotzdem hat der andere es versucht. Also auch das muss man nachher letztendlich dann wissen. So, und das will ich jetzt hier gerade nur noch mal dann loswerden und dann haben wir so eine halbe Punktlandung für ein paar Fragen. Ich hoffe, ihr habt noch 2 Minuten Zeit, weil das jetzt wichtig ist. Google-Demo-Konto testen. Ihr habt, wenn ihr ein eigenes Google-Konto habt, über den Link, den ich euch hier zusammengebaut habe, die Möglichkeit, in ein fertiges Google Analytics-Konto reinzugucken vom Merchant Store, Brand Merchant Store von Google, da werden Google-Produkte verkauft, also gebrandete Produkte und da kann man reingucken, damit man, wenn man seine eigenen Daten nicht so vollzählig dann gerade dann dort hat, mal verstehen kann, wie das aussehen würde, wenn man mit ein bisschen mehr Daten arbeitet. Ganz spannendes Feld, da mal reinzugucken. Bitte nicht gleich einfach nur Zahlen lesen, das heißt hinsetzen und sagen so, okay, was sagt mir die Zahl jetzt? Das heißt in der Sekunde schon, was sagt mir die Zahl theoretisch? Nochmal hinterfragen und überlegen, ob das wirklich auch so ist und inwieweit das nachher letztendlich vielleicht naja, der erste Gedanke vielleicht dann doch nicht der richtige gewesen ist. Sagte ich ja, nicht nur Analytics, davor, danach, das analysieren. Stellt euch bitte die Frage, was ihr beantwortet haben möchtet, ohne dass ihr Zahlen kennt, ohne dass ihr Statistiken kennt, ohne dass ihr wisst, was es gäbe. Sorgt dafür, dass ihr da ziemlich neutral unterwegs seid. Damit das läuft, bitte auch nicht zu viel interpretieren. Es sind nur Daten und Zahlen. Ihr macht viel in dem Kopf. Ihr könnt das gerne mit einer Agentur besprechen, euch selbst überlegen. Im besten Fall macht ihr beides gemeinsam, damit ihr auch den Blick von außen habt. Aber es sind am Ende auch nur Zahlen. Da steht keiner daneben von denen, die wir jetzt gerade messen, Kopfnicken daneben und sagt, ja, das ist richtig, sondern ich muss immer auch mit in Erwägung ziehen, dass ich hier ein bisschen über das Ziel hinausschreibe. Wer schreibt, der bleibt, dokumentiert bitte und protokolliert Änderungen, die ihr macht, jeglicher Couleur, weil es nachher auch wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, zu verstehen, warum sich Zahlen verändern, nachdem ihr irgendwann mal was geändert habt. Das können Budgetänderungen bei Google sein, das können Suchmaschinenoptimierungen sein, das sind Kategorienänderungen, was auch immer. Wenn ihr das nachher letztendlich protokolliert, seid ihr auch in der Lage zu verstehen, warum es bestimmte Änderungen in den Suchverhalten bzw. in den statistischen Daten gibt. Das ist ganz wichtig. Und ganz klar, das ist etwas, an den Webinar ist auch süß, ja, ist schön ausgetauscht. Also in der Sekunde bitte auf Analytics bzw. auf DSGVO und sonstige Geschichten achten. In der Sekunde bitte einfach daran denken, dass das durchaus ein rechtlich touchierendes Feld ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Sucht euch dort entsprechend die Hilfe. Ich weiß, meine auch die IHK hat, glaube ich, so die ein oder anderen Bögen dabei, die man, glaube ich, abfordern kann, soweit ich weiß, so kleine Dokumente. Ansonsten gibt es doch den ein oder anderen Dienstleister, den es am Markt gibt, der euch dann nachher auch entsprechend dort beraten kann und euch Infos zur Verfügung stellen kann. Das ist immer sicherlich hilfreich.
Theoretisches Ende ist dann eben Buchtipp. Nummer 1 ist sicherlich ganz gut, ist so ein Schinken. Ich habe mal eine Seminarteilnehmerin dabei gehabt und sagte, ja, ich habe mich auch super vorbereitet. Ich habe schon 5 Kapitel durchgelesen. Und ich denke so, boah, das Buch wirklich lesen zu wollen, das ist schon sportlich. Also für mich ist das ein Blätterwerk. Da kann man mal was nachgucken, wenn man mal gerade was irgendwie braucht. Aber die hat es wirklich von Anfang bis Ende gelesen oder lesen wollen. Ich hoffe, dass sie mittlerweile durch ist. Dann kann sie nämlich mit dem hier weitermachen. Das ist dann das Google Data Studio Buch. Das ist dann auch nur so dick. Macht dann durchaus auch Sinn, sich damit mal zu beschäftigen, weil es hier dann eben auch genau um das geht, was ich so toll finde, Daten A mit Analytics und Daten C zu verbinden und nachher dafür Sorge zu tragen, dass das passt. Kann man auch mit Microsoft Power BI zum Beispiel machen, auch ein tolles Tool, gerade für größere Auswertungen und andere Tools gibt es dort auch. Das ist es dann. 11 Uhr. Ich weiß nicht, wie du es machst, das ist immer wie eine Punktlandung. Ja, aber ich musste jetzt auch ein bisschen Gas geben, habe ich gemerkt. Also das ist eigentlich ist das so eine Geschichte, die in so Workshops und ja, größeren Sitzungen eigentlich ein bisschen intensiver behandelt wird und ja, man auch ein bisschen darüber spricht. Das war jetzt Druckbetankung. Ja. Ich hoffe, dass es alles soweit verständlich war. Ansonsten deswegen auch hier die Kontaktdaten bitte gerne melden und fragen. Oder jetzt noch, wer noch Zeit und Lust hat, ich habe noch ein bisschen. Gucken wir mal. Genau, es sind einige Fragen schon da. Können wir mal ein bisschen gucken? Genau, ich würde schon mal die erste vorlesen. Mhm. Gibt es Möglichkeit, mit Hilfe von Google Analytics eine Heatmap einzusehen? Ja, so halbwegs. Also und zwar im besten Falle einfach mal so, also so Heatmap als solches, für die, die es nicht wissen, das ist so wie wie heißt es, Blower-Door-Test heißt der, glaube ich, irgendwie bei Häuslebauer, die werden wissen, was ich meine. Das heißt, da guckt man von außen mit der Wärmebildkamera und guckt, wo jetzt die Hitze entweicht. Hier ist so etwas gemeint wie, was ist dann auf der Seite los mit zum Beispiel Mouse-Tracking wäre eine Möglichkeit oder auch Click-Tracking ist das andere. Also das heißt, was ist dann da möglich? Oder es gibt auch manchmal ein Eye-Tracking. Das heißt also, wo wird der Fokus auf der Seite gesucht? Das gibt es in Teilen. Andere Tools können das besser, die dann auch sich darauf dann einschießen. Google hat das auch mal ein bisschen intensiver gemacht. Es gibt aber, das müsste es nach wie vor noch vernünftig funktionieren, beziehungsweise habe ich gerade vor kurzem mal wieder eingesetzt, wie heißt das, Chrome Extension von Google. Da gibt es dann eine Möglichkeit nachher auch zu sehen, nicht so wirklich Heat, das heißt Wärmebild sehe ich da nicht so wirklich, aber ich habe da die Möglichkeit so ein bisschen zu sehen, wo dann was geklickt wurde, mit welchen Verhältnismäßigkeiten da geklickt wurde, etc. Genau, dann die nächste Frage, und zwar, was ist mit der Klickzahl als Kennzahl? Wo hast du das? Oder ist es der CTR, meinst du das? Genau. Ja, Click-Through. Das ist die Klickrate. Click-Through ist das in dem Fall ist die Klickrate. Der CTR, das heißt, wie viel muss ich tun, damit es nachher als solches, wie viel brauchte ich dafür, damit dann, also wie viele Einblendungen als solches notwendig gewesen, damit jemand klickt. Kennt man gerade insbesondere aus Google Ads und das ist eine wichtige Kennzahl tatsächlich, weil auch dort natürlich geguckt werden muss, wie viel Aufwand musste ich betreiben. Gerade bei Google Ads muss man ein bisschen darauf achten, dass nachher auch das ja ein qualitatives Messinstrument ist für Google und sagt, na gut, weißt du, wenn ich dich jetzt irgendwie hier 17.000 Mal habe ausliefern müssen, damit du mal einen Klick bekommst, also machen wir uns nichts vor, das ist nicht die richtige Anzeige. Und deswegen ist es in dem Moment dann einfach auch wichtig, darauf zu achten. Manchmal sagt man sich natürlich auch, wenn man so einen Branding-Aspekt hat, man sagt, weißt du, sollen sie halt nicht klicken, dann habe ich im besten Fall habe ich dann einfach nur diejenigen, die meine Anzeige gesehen haben. Gerade so im Push-Bereich, Marketing-Bereich. Das heißt, wo ich dann sage, ich steuere jetzt eine Anzeige bei Social zum Beispiel aus, bei Insta und Facebook. Da weiß derjenige, der das dann gerade bekommt, gar nicht, dass ich das gleich aussteuern werde. Das heißt, der ist überrascht und will vielleicht auch gar nicht klicken, soll vielleicht auch gar nicht klicken, weil ich ein Branding daraus machen möchte und sagen möchte, du, stetig hüllter Stein, dass ich schaffe nachher, dass er irgendwann auch weiß, dass er sich dann bei mir melden kann, was buchen muss oder ich will einfach nur auf etwas hinweisen. Eine gute Wiederkehrerquote, wenn ich kurz mal eingreifen darf oder mal rausziehen darf. Wiederkehrerquote kommt eine klassische Beraterantwort, es kommt drauf an. Also wir hatten das jetzt gerade vor kurzem, als wir haben eine Google Ads-Kampagne für einen Kunden über uns hier gestrickt und haben dort die Wiederkehrer letztendlich getrennt voneinander betrachtet. Das heißt also Wiederkehrrate von denen, die auf eine Anzeige klicken und denen, die nachher letztendlich dann ohne Anzeige reingekommen sind. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ein Produkt beworben. Wir haben die Möglichkeit gehabt, im Social-Bereich eine Zielgruppe direkt anzusprechen und zu sagen, okay, die bekommen das jetzt. Wir können das mal einfach ein Beispiel machen. Da ging es um Tarotkarten. Und man kann diese Gruppe derer, die sich für Tarotkarten interessieren, die sich dafür interessieren, kann man tatsächlich bei Social einstellen, also bei Facebook und Insta einstellen und man sagt, okay, die sich dafür interessieren, denen steuern wir das aus. Dann haben wir in dem Moment ganz einfach erstmal losgeschossen und gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir denen, die sich dafür interessieren, diese Karten anbieten können. Sprich, hey, guck mal hier, wir haben die, tolles Set, willst du kaufen?
Man hat relativ schnell gemerkt, dass das nicht wirklich erfolgreich war oder beziehungsweise das Budget sich eigentlich da so ein bisschen verbrannte. Das heißt, Reißleine gezogen, Kampagne gestoppt, zumindest die Anzeigengruppe gestoppt und haben dann mal die Wiederkehrer dann uns nochmal ganz gezielt angeguckt und wollten dann eben einfach mal gucken, inwieweit passt das nachher zueinander und wie kann man das dann machen. Das nachher hat es hier noch ein bisschen anders nochmal ein bisschen, wir haben es nachher noch gemixt, fällt mir gerade so ein, ging es nachher noch darum, wir haben nachher die Vermutung gehabt, dass die bereits dann die Karten haben, jetzt nicht nochmal irgendwie sich Karten kaufen. Ich merke aber gerade, es war noch ein anderer Punkt. Komme jetzt gerade nicht drauf. Also Frage als solches zu beantworten, die Wiederkehrrate als solches, es ist, wenn du, Beispiel Maschinenbauer vorhin, wenn ich das habe und sage, ich verkaufe eine Maschine und schaffe es auch so ein Call to Action so aufzubauen, dass jemand Kontakt zu mir aufnimmt, dann ist es so, dass ich sage, dann Wiederkehrrate gerne 0%. Völlig Wurst. Ja, das ist, wenn ich die Kontakte bekomme, dass ich eine relativ schnelle Akquise zumindest Möglichkeit bekomme, dann ist das vollkommen in Ordnung, eine nahezu 0%ige Wiederkehrrate zu haben. Wenn ich sage, ich will eine dauerhafte Unterhaltung haben, ich möchte das auch schaffen, dass jetzt hier jemand, Fashion-Bereich zum Beispiel, stationärer Handel, haben wir es so, dass wir sagen, ja, wir wollen schon, dass die wiederkommen und sich laufend darüber informieren, was wir für Kollektionswechsel gerade durchführen. Was ja im Fashion-Bereich dann bekannter oder mittlerweile vielleicht bei dem anderen bekannt ist, nicht mehr nur zwei saisonale Änderungen sind, sondern bis zu 14 Wechsel dann auch stattfinden teilweise. Also das heißt, das ist ein bisschen davon abhängig, davon, was für eine Zielgruppe wir haben. Kurzum. Das mache ich noch ganz kurz, weil du vorhin das Thema Datenschutz angesprochen hast, ja. Die DSGVO. Und dazu hatten wir schon zwei Webinare. Genau. Ich habe die einfach mal hier in den Chat reingestellt. Ja. Also wer Interesse hat, gerne die Links verwenden. Ansonsten haben wir sie bei uns auf der Homepage auch. Wir schicken ja später auch nochmal die Aufzeichnung und die Folien rum und auch da werden wir da auch nochmal verweisen. Gut. Google Tag Manager macht Sinn tatsächlich, wenn du Google Analytics zur simplen Besucherzählung genutzt wird. Also mehr oder weniger sage ich jetzt mal, weil da schon das eine oder andere noch anders einzustellen ist und auch andere Messungen damit erfolgen können. Und es ist so, dass jetzt der Tag Manager zunehmend Beliebtheit gewinnt und man auch bei uns dazu übergeht, weil die Frage ist dann auch bei uns immer so, ja gut, muss ich jetzt einen Tag Manager Aufriss jetzt hier machen und das ist teilweise echt schon fummelig dann manchmal, das zu machen, aber es bereitet auch vor, sage ich jetzt mal. Und vor allem ist es dann nachher eben auch etwas, was so aktuelle Erfahrung einfach auch dann nachher nicht nur der Technik einfacher, sondern eben auch ein bisschen schneller ist als solches. Insofern würde ich das durchaus machen, dann habt ihr es drin und dann passt das schon. Keyword-Recherche als solches, jein, also nur dann, hatte ich ja gerade von mal angerissen, wenn wir die Search-Konsole auch mit einbinden, weil eine Keyword-Recherche in so einem Sinne, wie wir das gerne uns wünschen, gab es mal, da konnte man wirklich sehen, welche Suchbegriffe letztendlich notwendig oder dafür verantwortlich waren, dass man uns besucht hat. Das konnte man sehr gut sehen. Ist in das Google Organic gegangen, hat darauf geklickt, hat die Liste derer bekommen, die Keywords, die dann eben verantwortlich gewesen sind. Das geht nicht mehr, liegt daran, dass die SSL-Verschlüsselung der Abfragen eingeführt worden ist, auch bei Google und seitdem werden die Daten nicht mehr übertragen. Aber ich kann über die Search-Konsole, verbunden dann auch mit Analytics insbesondere, eine Recherche durchführen, weil da sehe ich dann auch tatsächlich, was dort nachher nicht nur geklickt, sondern eben auch tatsächlich eingeblendet wurde. Noch eine spannendere Zahl eigentlich oder eine ergänzend toll spannende Zahl. Dann die Suchbegriffe natürlich im Shop. Macht auch Sinn, damit ich einfach weiß, wo ist dann so ein bisschen der Fokus, dass ich da die Möglichkeiten dann bekomme. Und ansonsten, wenn nicht schon geschehen, möchte ich dir dort dann auch Google Ads ans Herz legen, weitgehend passend mal dann auch entsprechend zu buchen und zu arbeiten, wenn das dann zu eurer Branche passt, weil da gibt es ganz spannende Erkenntnisse, die man darüber gewinnen kann. Genau, jetzt kommt noch eine Frage rein. Wie kann ich denn ausschließen, dass die eigenen Mitarbeiter und Kollegen mitgetrackt werden? IP-Nummernausschluss. Also das wäre jetzt der ich sage jetzt mal, finde ich, galanteste Möglichkeit. Ansonsten, wenn eure Datenschutzerklärung ordentlich ist, kann man eben auch das Tracken von der Seite dann eben durch das Setzen eines Cookies, haha, sehr witzig, tatsächlich ist es so, ausschließen. Das heißt, da klickt dann jeder Einzelne darauf, weil tatsächlich, das ist natürlich schlecht. Also ganz besonders schlecht ist es, wenn ihr die Website von euch als Startseite eines jeden Browsers dann bei euch eingestellt hat, weil ihr dann eine unheimlich hohe Absprungrate bekommt. Das heißt, Kollege geht rein, macht einen Browser auf, Firefox geht auf, die Seite des Unternehmens wird geöffnet und das Erste, was er macht, ist, was anderes aufzurufen. Das bedeutet dann für Analytics, der war zwar da, ist aber sofort wieder verschwunden, Absprungrate 100%. Ganz schlecht. Also insofern kann man das ausschließen. Cookie wäre eine Möglichkeit, dann wäre es möglich, dass man aber auch dann über die Datenansichten die Einstellung nachher geht und IP-Nummernausschluss dann vornimmt. Genau. Die nächste Frage wäre, muss ich Inhaber der Seite sein, um sie
zu analysieren. Jo, muss ich, geht nicht anders. Ich muss Daten, ja, dort ist ja notwendig, dass ich, also zumindest ganz normal klassisch Analytics ist in diesem Falle, muss ich ja schon Zugriff auf die Webseite haben, dass ich dort einen Code installieren kann, der dafür notwendig ist, dass die Aufrufe gezählt werden können. Der Code wird ja gezählt, nicht die Seite selbst, wenn man so will. Das ist notwendig. Und gleich die nächste Frage, DSGVO. Ist Analytics da ja überhaupt noch zulässig? Ist also persönliche Einschätzung, Meinung, für die ihr euch nichts kaufen können dürft, weil wir keine Rechtsberatung durchführen dürfen. Aber nach meiner, unserer Auffassung ist es das. Es gibt Vorgaben dazu, IP-Nummern, Verschlüsselung als solches muss aktiviert sein. Aber dann ist das nachher, nach den aktuellen Einschätzungen, DSGVO-konform und kann benutzt werden. Privacy Shield, anderes Thema, demnach eigentlich nicht. DSGVO-technisch allerdings sollte das kein Problem geben. Dann gibt es auch einfache Tools, mit denen man einfach nur feststellen kann, woher die einzelnen User kommen. Na, ihr müsst an der Sekunde grundsätzlich immer sehen, so wie das eben gerade mit dem Code, muss ich Inhaber sein, heißt es, okay, ich muss natürlich irgendwie in der Lage sein, erstmal etwas auf meiner Kiste zu installieren, um dann zu sehen, also ihr müsst euch technisch schon vorstellen, in der Sekunde, wo jemand letztendlich dann durch eine Verweisende oder durch einen Verweis von außen kommt, wird das letztendlich, kann der Server das tracken, der kennt das. Der sagt, okay, ja, ich weiß, da kommt Facebook gerade und schickt mir jemanden oder kommt irgendeine andere Seite und schickt mir das gerade. Und dann wird es nachher von den Tools eigentlich nur noch geclustert. Das heißt, für den Server ist das völlig immer dasselbe, ob das nun Facebook ist oder es ist ein Google oder es ist eine Partnerseite, ist völlig wurscht. Das ist für den Server erstmal das Gleiche. Das heißt, die Daten, die dort in den Logfiles stehen, sind erstmal exakt gleich. So. Und auch das, was dann sonst eben so mit übertragen wird nachher. Und in der Sekunde, wo ich ein Tool einsetze, und das ist dann nachher hinlänglich in der Regel ein Statistik-Tool, mir ist zumindest jetzt keins, also du kannst dir eine eigene Statistik schreiben, was PHP sage jetzt mal letztendlich, und dort nachher sagen, okay, es möge dann einfach nur in der Datenbank abgeworfen werden. Die Möglichkeit gibt es schon, aber am Ende ist es dann nachher eben eigentlich oftmals dann doch ein Analyse-Tool. Wenn du natürlich darum rumgehen willst und das nicht möchtest, das einzusetzen, weil es eben jetzt im Moment ein bisschen grenzwertig gefühlt ist manchmal, kann ich verstehen, dann würde ich das wahrscheinlich selber programmieren. Referenzwerte und Benchmarking. Es gibt Möglichkeiten nachher, auch in Analytics, auch da ein Tipp einfach nochmal, das mal kurz in die Suche reinzuhacken und sich dann den Link dann dort direkt von Google dann eben auch präsentieren zu lassen. Da gibt es Möglichkeiten nachher an so einem Benchmarking-Prozessen teilnehmen zu können und dann auch dann mal zu gucken, was dabei rauskommt. Um zu sehen, eben tatsächlich, wie passe ich dann in meine Branche, Anteilswerte und Sonstiges sind dort möglich, nachher auch zu messen. Manchmal natürlich so ein bisschen, kommt darauf an, was für eine Branche das ist. Ne? Manchmal sagt man ja so, ja, so eine richtige Branche ist das jetzt nicht für mich, aber ich schmeiße mich jetzt mal bestmöglich da rein. Da muss man ein bisschen dann aufpassen. Geht aber soweit. Verhältnis zu Wiederkehrer und Neukunden. Wie kann man das am besten beantworten? Also auch wieder, hängt ja davon ab. Also je nachdem, was ich verkaufe. Verkaufe ich jetzt eine gibt tausend Antworten darauf. Also hängt ja, guck mal, also man sagt zum Beispiel, habe ich mir mal irgendwann gehört, man braucht angeblich, wenn ein Neuwagenkauf stattfindet oder ansteht, dann braucht es 13 Monate bis zur Entscheidung. In der Zeit wird es sicherlich so sein, dass jemand sehr häufig dann auch bei den ganzen Konfigurationen von den deutschen oder sonstigen Automarken irgendwie vorbeikommt. Insofern will man natürlich da so etwas haben wie, ja, der muss schon häufig wiederkehren, damit er nachher auch im besten Falle zum Neukunden wird, ich ihn also von einer anderen Marke abgeworben habe. Dann ist es bei anderen so, dass man sagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Gerät hier habe und ich habe hier so kleine Schnellkampagnen gestrickt, habe vielleicht nur so eine Schnellschuss-Shops auch dann da, da will ich nicht ein Wiederkehren haben, weil in der Sekunde kein Affektkauf mehr stattfindet. Das heißt, da ist die Rate des Wiederkehrer relativ gering und trotzdem Neukunden hoch, weil ich schaffe, schnell neue davon zu begeistern durch diese Geschichten, durch Pushes und dann nachher letztendlich bei mir landen lasse und dann geht es dann da rein. Also da muss man so wirklich mal ein bisschen gucken, will ich damit eigentlich aussagen oder was soll mir diese Zahl nachher oder das Ergebnis sagen? Also will ich da was investieren in die Werbung oder was will ich machen, will ich daraus ablesen, wie viel ich dann, wie soll ich sagen, inhaltliche Verbesserungen noch eben ableiten muss, etc. Google Analytics, hier kommt die Frage, was ich neben der Lektüre empfehlen wollen würde, um sich mit Google Analytics weiter auseinanderzusetzen. Also erstmal ist die Frage schon toll, weil das schon mal heißt, dass ich zumindest dich jetzt nicht verschreckt habe. Und jetzt ist da in der Sekunde für mich dann, also machen, lesen, also die Suche als solches oder die Hilfe von Google will mir an einigen Stellen ein bisschen was erklären. Das funktioniert echt toll. Auch aufzeigen, wo es das gibt. Bleibt natürlich eher in so einem darstellenden, wie nenne ich das, zeigenden, meistens dann irgendwie Umfeld. Man sagt, da findest du das und da kannst du das analysieren. Also dieses richtige Lernen, den Tipp würde ich dir geben, das nicht alleine zu machen. Also das heißt durchaus mal, also meine ich jetzt nicht, buch mich dann da, das kannst du gerne machen, aber grundsätzlich geht es darum, das im Unternehmen auch nicht alleine zu machen. Das ist auch ziemlich fatal. Wenn du jetzt, je nachdem, was du für einen Job dann oder
ob du als Inhaber oder als Teil des Ganzen irgendwie dann dort unterwegs bist und du kümmerst dich jetzt nur um das Marketing, dann ist es natürlich fatal, dann nachher den Vertriebler nicht an den Tisch zu holen und sagen so, hey, guck mal, die Seiten hier, die gehen gerade wie Schmitz Katze. Das ist für den hochinteressant, weil er sagt, du, ich wusste ich doch gar nicht, dass dieses Produkt jetzt irgendwie so hochinteressant ist. Und umgekehrt muss es auch so sein, wenn man sagt, du weißt, du am Markt, du, wir verkaufen gerade dieses Produkt, du, da brauchen wir uns nur einmal irgendwie im Kreis drehen und zack, haben wir wieder eins verkauft und guckst auf die Seite und sagst, ich verstehe das nicht. Und diese Seite wird hier nicht aufgerufen, dann weißt du für dich, okay, da ist gerade irgendwas schiefgelaufen. Und dann fängst du an, eben reinzugucken und sagst du, ja, stimmt überhaupt. Das ist, die Seite ist da irgendwie so völlig falsch aufgehangen im Moment, die muss woanders hin. Und dann fängt man an, Statistik auch wirklich zu leben. Und ansonsten, wie gesagt, nicht nur Zahlen lesen, nicht davor hocken und sagen, so, was sollen mir die Zahlen jetzt dann sagen? Und vielleicht noch ein Tipp und Antwort auf die Frage, stell dir wirklich Fragen. Was willst du für Fragen beantwortet wissen? Also was ist jetzt dir eine Antwort? Und das Banalste wäre, wie kann ich nächstes Jahr mehr Umsatz machen? Aber dann fängt man auch an, sagt, ja gut, was war denn dieses Jahr für Umsatz verantwortlich? Welcher Kanal war dafür verantwortlich? Welche Kampagnen waren dafür verantwortlich? Und so weiter und so fort. Und schon fängt man an, eben deswegen in bestimmten Bereichen zu gucken. Ja, das ist in der Tat so. Hier kommt jemand, der dann nochmal ein Lob los wird. Lese ich natürlich gerne. Vielen Dank dafür, dass das nicht nur gut und verständlich war, aber ein komplexes Thema ist. Das ist es. Also das, was ich euch jetzt hier so reingetrichtert habe, das mache ich normalerweise so ungefähr in 6 Stunden, hätte ich fast gesagt. Nicht unbedingt, weil ich dann natürlich noch Workshop-Charakter habe und wir intensiver uns dann auch mit den Zahlen auseinandersetzen und man begleitend surft. Das ist echt ein komplexes Thema. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass ihr euch da auch zu Hause fühlt. Das heißt, wenn ihr zum Jagen getragen werden müsst, wenn das irgendjemand bestimmt hat, wenn ihr alleine seid, weil das euer Unternehmen ist und das seid ihr nicht, dann ist das echt schade, weil die Statistiken, die ihr hier haben könnt, können euch unheimlich viel letztendlich an Hilfestellung bieten, an Möglichkeiten bieten, sich weiterzuentwickeln und auch einfach zu sehen, dass man gerade riesen Bockmist macht. Das heißt, Zahlen rechtzeitig zu erkennen und zu sagen, na, da brauche ich keine BWA lesen, 3 Monate, das hätte ich auch vorher schon sehen können. Das ist ganz wichtig. Iconda, ah ja, guck mal, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich sage jetzt mal, vielleicht, wir hatten den auch mal auf dem Schirm, das ist jetzt aber schon ein paar Donnerstage her. Ja, wäre durchaus dann möglich, das mal einzusetzen und mal zu testen. Die meisten machen ja mittlerweile auch Tests dann nachher und bieten das an. Also insofern kann ich jetzt im Moment, ich will auch jetzt nicht den Fürsprecher für Analytics machen, ich kriege von denen weder Geld noch irgendwie Blumen. Also insofern ist das jetzt nichts, wo ich sage, ihr müsst jetzt unbedingt Analytics einsetzen. Ganz im Gegenteil, es gibt auch Tools, die durchaus für das jeweilige Business relevanter sein können. Kommt ihr aus dem öffentlichen Bereich, öffentliche Hand, öffentlicher Dienst und sonstiges, dann ist das toll, dass ihr euch gerade für Analytics interessiert habt, aber wahrscheinlich sagt dann nachher die Behörde darüber, nichts da mit Analytics im Moment, ihr müsst ein anderes Tool benutzen. Und dann ist es in der Regel ein deutsches Tool, was man dort einsetzen kann. Würde ich zumindest machen, weil dann habe ich auch die Sicherheit, dass auch die Daten in Deutschland liegen, in der Regel zumindest, dann passt das. Und noch eine Frage, Analyse-Tools, ich hoffe, dass die, ich hatte sie ja mittendrin einmal gezeigt, ich hoffe, dass die Frage damit ein bisschen mitbeantwortet wurde. Also eine Geschichte, das, guckt euch das nachher sonst nochmal in der Präse oder eben auch im Video an, kurz Stopp drücken, da hatte ich ja so aufgeführt, was dann so von außen kommt, ansonsten sage ich es nochmal, so Tools, die man hat, also Analyse-Tools letztendlich, also ein E-Trader, Webtrack, Iconda jetzt noch dann neu dazu, wären noch so 3 Matomo, ehemals Piwik, das sind so die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal. Und dann jetzt andere Tools, die von außen kommen, kann ein Systrix, ein Xovi sein, für SEO zum Beispiel, oder auch andere und dann mir völlig unbekannte Tools, die ihr gerne einsetzt. Es gibt ein Hotjar auch nachher für die Maus-Tracking-Analyse und solche Sachen. Also da ist es immer die Frage und da solltet ihr euch vielleicht im besten Fall auch wirklich beraten lassen, wenn es dann ein bisschen kribbelig wird. Was will ich eigentlich auswerten? Da bin ich nochmal an dem Punkt. Stellt euch die Frage, was möchte ich gerne wissen? Und dann kommt man eigentlich von Hündchen auf Stöckchen und dann geht nachher weiter. Macht es Sinn, möglichst viele Ereignisse zu erstellen oder wie setzt man die am besten ein? Also irgendwann ist ein Limit da, das heißt, wir haben, glaube ich, was sind es, 20 oder was waren es, glaube ich, Ziele, die ich einstellen kann. Ereignisse sind ja nochmal was anderes, je nachdem, wie du es jetzt gerade gemeint hast. Sind wir wieder am Punkt. Ne? Also wenn du eine Frage hast und oder dir eine Frage stellst und sagst, okay, hier sind, weiß ich nicht, 43 Ereignisse auf meiner Seite möglich, who knows, dann wäre es schön, wenn ich diese 43 Ereignisse auch überwache, weil genau dieses eine Ereignis, dieses eine von mir vielleicht unberücksichtigte Ereignis dann nachher, genau das ist, was mir hier gerade den
milliardenschweren Umsatz irgendwie dann bringt. Also da wäre ich vorsichtig. Ich bin ein Freund von alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird gezählt, getrackt und hinterhergelaufen. Big Data ist das Stichwort. Das ist der Grund, warum wir dieses Buzzword, würden wir das nennen, also dieses Ekelwort, was man zu häufig gehört hat, da nachher haben. Das heißt, diese große Datenmasse einfach zu haben. Einfaches Beispiel, Amazon macht es schon ewig. Die sind in der Lage, waren schon sehr, sehr, sehr früh in der Lage, in ihren Newslettern einfach auswerten zu, oder beziehungsweise berücksichtigen zu können, welche Produkte andere gekauft haben, die auch die Produkte gekauft haben, die ich gekauft habe. Das ist heute ziemlich easy oder machen die meisten irgendwie mit. Das haben die schon recht früh gemacht, weil sie die Daten einfach gesammelt und verglichen haben. Und das ist nachher eben die große Dramatik, dass dann nachher letztendlich, oder zwei stecken da drin. Erstens, wer keine Daten sammelt, kann auch in der Regel auf diese Daten nicht mehr zugreifen. Bei der Search-Konsole von Google ist das was anderes. Da sind auch historische Daten dann da, wenn ich mich heute frisch anmelde. Bei Analytics, wenn ich mich nicht anmelde und den Code installiere, wird hier nichts getrackt. Das heißt sozusagen so, ja, ich mache das mal so im halben Jahr. Heißt, wenn ich Bock drauf habe, das in einem halben Jahr zu machen, muss ich mir heute die Frage stellen, welche Daten brauche ich dafür und fange heute an, die Daten zu messen. Das sind Google Pixel, Facebook Pixel zum Beispiel, wenn ich Facebook-Kampagnen, Insta-Kampagnen drehen will. Das ist ein Google Analytics überhaupt, damit ich was auswerten kann. Oder. Das sind alles so Daten, die ich jetzt sammeln muss, damit ich später in der Lage bin, die auszuwerten. Wenn ihr sie nicht habt, seid ihr gekniffen. Und das wäre dann dramatisch in dem Moment, wo ihr es braucht. Und deswegen jetzt anfangen. Ja, schon mal vielen, vielen Dank. Du hast schon gesagt, sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr viel Input. Das Schöne ist, wir haben ja die Aufzeichnung, das heißt, jeder kann sich das Spiel nochmal anschauen, wenn es ein bisschen zu schnell ging. Und vor allem auch, wir haben die Folien, die wir natürlich später auch zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich gerne auch jetzt schon wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Ich hatte gerade schon mal den Link gepostet, wo es um Feedback geht. Nutzen Sie das bitte, geben Sie uns Feedback, was Ihnen gefallen hat, was wir vielleicht noch besser machen können oder auch welche Themen für Sie weiter relevant sind. Ich möchte die Gelegenheit jetzt nutzen. Erstmal haben Sie noch ein bisschen Chance, noch auf ein, zwei Fragen hier zu stellen. In der Zwischenzeit noch auf ein, zwei weitere Webinare hinzuweisen. Es geht schon am kommenden Dienstag weiter bei uns. Wir hatten ja gerade das Thema Gastronomie nur schließen und wir wollten das Ganze nochmal aufgreifen. Wir hatten schon mal ein Webinar dazu gemacht. Das war gleich im April damals gewesen, wie man solche Takeaway-Dienste aufbauen kann, beziehungsweise anbieten kann. Nico hatte letzte Woche ja auch schon ein paar Hinweise gegeben, mal dargelegt, was Sie für Erfahrungen gesammelt haben hier. Da vielleicht, wer da Interesse hat, kann sich das auch nochmal anschauen. Da schicke ich gerne auch nochmal den Link mit rein, was man da alles machen muss. Wir wollen das Ganze mal aufzeigen, nicht nur jetzt ad hoc, was man machen kann, sondern vielleicht auch langfristig, weil es kann durchaus sein, dass sich das Kundenverhalten jetzt auch sukzessive verändern wird, grundsätzlich, dass die Kunden andere Ansprüche haben und wie man das Ganze aufbauen kann, welche Kundenkommunikation dafür sinnvoll ist und wie man gegebenenfalls auch einen Takeaway oder Lieferdienst etablieren kann. Dazu möchten wir nächste Woche ein bisschen drauf eingehen. Dann schon am Dienstag, also geändertes Datum, also nicht Donnerstag, sondern Dienstag um 10 Uhr. Wer Interesse daran hat, hier kann das gerne nutzen. Und dann haben wir noch ein weiteres Webinar, dann wieder am Donnerstag, die Woche drauf, am 26. Da geht es um Agilität. Ist ja momentan auch so ein kleines Buzzword, alles muss agil sein. Und wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, wie funktionieren eigentlich agile Methoden, machen die überhaupt in meinem Sinne überhaupt Sinn, beziehungsweise kann ich die überhaupt anwenden bei mir? Auch da würde ich mich freuen, wenn sich da bei uns wieder anmelden und dementsprechend hier der Link dazu. Und ich glaube, es kam noch eine Frage rein. Genau. Also vielleicht noch kurz nochmal so als Tipp zur Agilität als solches, weil das in der Tat auch so ein Buzzword ist und der eine oder andere dann auch vor zurückschreckt. Ich bin immer großer Fan davon und heute wird das ja auch ein Teil davon vielleicht auch gewesen sein, mitnehmen, was geht auf der einen und auf der anderen Seite letztendlich auch zu sagen, okay, ich nehme mir das raus, was ich im Moment leisten kann. Also die Agilität, was es da gibt, ich weiß nicht, wie weit das denn gehen wird, danach her thematisch. Da sind sicherlich ein paar Sachen dabei, die sind, ich sage jetzt mal, fancy und spacig so ein bisschen. Da fühlt man sich schnell nicht mehr zu Hause, wenn man das so bisher gar nicht gemacht hat, aber man kann da wunderbar etwas abgucken. Insofern Tipp, sich das anzuschauen. Wer macht das? Das macht Klaas Reinicke von der Hypoport, der ist Agile-Coach. Ah, cool. Dort. Okay. Also wer Interesse hat, am 26.11., wir haben noch Plätze frei. Er wird auch ein bisschen darauf eingehen, wann macht Agilität Sinn? Was sind auch so eigentlich die Prinzipien dahinter? Also das heißt, wie kann ich mich selber irgendwie agil aufstellen? Ja. Das heißt nicht nur komplett muss ich unbedingt direkt in Kanban oder Scrum gehen, sondern was sind eigentlich die Prinzipien, die dahinter stehen? Genau, Scrum und Kanban, das sind genau die Geschichten. Da schrecken die meisten dann vor zurück. So, Gott. Nichts Schlimmes. Was genau ist ein Facebook-Pixel? Facebook-Pixel ist etwas, also folgendes, es ist also ein Pixel, letztendlich ein blinder Pixel, der auf der Seite eingesetzt wird, auf meiner eigenen Seite eingesetzt wird.
und in der Sekunde die Möglichkeit bietet, zu tracken, also für Facebook die Möglichkeit bietet und damit auch für mich danach hier zu tracken, wer sich auf meiner Seite befindet. Das heißt, Facebook lernt und merkt sich das. Warum ist das interessant? Erstens, ganz generell sollten wir uns mal ganz kurz davon verabschieden, dass wir sagen so, oh Gott, jetzt kommt Facebook und weiß alles von uns. Das ist immer ganz putzig, dass wir also in der Sekunde, als DSGVO rauskam, haben wir also alle die Keule rausgeholt und haben gesagt, so, jetzt ist Facebook mal fällig. Jetzt hauen wir und dreschen wir mal richtig da rein. Und so nebenbei hat man Google einfach weitergemacht. Also als wenn nichts gewesen wäre, sind die irgendwie so ein bisschen an einigen Stellen so gefühlt bei mir damals, was ich so mitbekommen habe am Markt, unterm Radar so weitergeschwommen, wo ich sage, das ist eigentlich nichts anderes. Und irgendwie hat man sich aber auf Facebook ein bisschen eingeschossen. Vielleicht auch zu Recht, muss man gucken. Also der Facebook-Pixel sagt folgendes, einfachstes Beispiel, hat ein Verkauf stattgefunden von einer Ware auf meinem Shop, wenn ich den dann habe, nachdem ich eine Anzeige geschaltet habe und ein Nutzer letztendlich über die Anzeige auf meine Seite gekommen ist. Easy. Und das ist natürlich wichtig, weil in der Sekunde sind wir bei der Statistik und es wusste, ob es Analytics ist oder in diesem Falle jetzt Facebook. Ich will natürlich, wenn ich Anzeigen bei Facebook oder über Facebook und Insta ausgestrahlt habe, möchte ich natürlich schon sehr wohl wissen, ob das jetzt erfolgreich war. Und das kann ich damit letztendlich dann machen. Das heißt, ich kann letztendlich sehen, okay, das hat jetzt hier funktioniert. Nächste Möglichkeit ist, ich kann etwas über meine Besucher lernen. Facebook lernt etwas über meine Besucher und jetzt wird es richtig genial. Ich habe die Möglichkeit nachher zum Beispiel auch einen Facebook-Zwilling zu finden. Was heißt das? In der Sekunde, wo ich sage, hey, misst doch mal die Benutzerdaten, also einfach nur so als Profil nenne ich sie jetzt mal einfach und guck mal nach, was du über die weißt. Also wie würdest du Facebook jetzt meine Besucher auf der Webseite einschätzen und clustern und gruppieren? Und jetzt möchte ich gerne, dass du jemanden suchst bei dir in deinem Universum, in deinem Facebook-Insta-Universum, der genauso tickt, der die gleichen Interessen hat, der vielleicht auch ein, weiß ich nicht, Frau oder Mann ist, der das Alter hat, was wir jetzt gerade irgendwie rausgefunden haben, oder. Und jetzt möchte ich, dass du diese Anzeige diesen Menschen, die mich noch gar nicht kennen, präsentierst. Und das ist halt das Geile an Social Media. Ich weiß nicht, wer letzte Woche von euch dabei gewesen ist. Da habe ich es ganz kurz angerissen. Ich glaube, an diesem speziellen, ja doch, natürlich, diese Customer Audience und sonstige Geschichten hatte ich alles einmal mit angerissen. Das ist halt spannend. Das ist richtig genial, dann nachher einfach neue Zielgruppen aufzumachen. Und dafür ist der Facebook-Pixel unter anderem dann nachher auch erforderlich. Das Schöne dabei ist, also nach unserer Einschätzung im Moment, das war immer so einer, der so datenschutztechnisch, also jeden Datenschützer sofort auch aus Erdgeschoss, aus dem Fenster springen ließ. Und mittlerweile so mit dem Content Manager kann man da eigentlich relativ, finde ich, relativ easy dran vorbeigehen und man sagt, guck mal, ich frage vorher ab, ob das in Ordnung ist und dann sage ich ja und dann ist das Ding eben auch da. Also das ist zumindest meine Einschätzung dazu, das ist ein bisschen einfacher geworden. Insofern sage ich jetzt im Moment, ohne Gewehr, Attacke benutzen, wenn ihr Facebook da macht und vor allem jetzt schon benutzen, weil da gerade das, der braucht historische Daten nicht nur, sondern der will auch eine bestimmte Masse von historischen Daten haben, weil der natürlich euch jetzt nicht zumuten möchte, dass er sagt, okay, Mensch, super, ich habe jetzt hier in einem Tag 12 oder 200 Besucher gezählt, von mir aus auch, jetzt suche ich mal den Facebook-Zwilling. Diese Daten sind nicht zu gebrauchen, die müssen belastbar sein, da reden wir schon von mehrstelligen Zahlen und die sammle ich eben auch dann im Zweifel über die Zeit. Also insofern, los. Ja, Enter. Das war, glaube ich, die letzte Frage. Dann machen wir zu, ne? Dann machen wir zu. Dann schießen wir ab, schmeißen den Schlüssel weg und feiern Weihnachten. So ungefähr. Nein, nochmal vielen, vielen Dank. Man sieht es wieder. Wir sind jetzt eine halbe Stunde drüber. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde für Fragen beantwortet, gebraucht, die du beantwortet hast. Es zeigt wieder, welches großes Interesse da besteht. Und dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns das so schön wieder gezeigt hast. Vielleicht können wir das Ganze ja irgendwann nochmal aufgreifen, vielleicht auch damit ein bisschen mehr Zeit. Müssen wir mal gucken. Wäre etwas, mal. Also es ist eine ganz spannende Geschichte, die man vielleicht tatsächlich mal so, ich habe es vor kurzem auch tatsächlich als Workshop gemacht, wo ich dann auch gezeigt habe, wie man nachher eben auch bestimmte Probleme lösen kann. Das ist sehr spannend. Die Folie musste ich jetzt leider rausschmeißen, ob der Zeit, das hatte ich hier nicht mal reingepasst. Aber da kann man mal so selbst auch verstehen, wie man bestimmte kleine Hürden, die dann keine mehr sind, nehmen kann durch einfachste Statistik. Ja. Oh, geiler Spoiler für nächstes Jahr, ne? Oh, eigentlich. Perfekt. Oder super Übergang für nächstes Jahr. Genau. Jetzt schon anmelden für einen Kurs, den es noch gar nicht gibt. Wir müssen gleich darauf handeln, wann wir es machen, wie wir es machen und weiß wie lange es dauern wird. Weiß ich noch nicht. Wir irgendwas im neuen Jahr. Genau. Ja. 2020 wollen wir abhaken. Es wird sowieso besser. Es kann nur besser werden. Also machen wir uns nichts vor. In diesem Sinne, nochmal vielen, vielen lieben Dank. War wieder toll, war sehr, sehr schön. Und dass wir uns dann bald wiedersehen hier im kommenden Jahr. Und machen Sie es gut bis dahin. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, Kopf hoch, durchhalten. Wir sehen uns. Danke.